Sie heute wieder begrüßen zu können zur ersten Ausgabe des zweiten Halbjahres 2022. Und das auch gleich mit einem Thema, das mega aktuell ist. Welcher Tag in diesen Tagen vergeht nicht, an dem Sie nicht über die Hitzerekorde überall in Deutschland, in Europa hören oder sie auch selbst spüren. Temperaturen von 40 Grad in Norddeutschland. Wer hätte das eigentlich hier erwartet, dass sowas mal eintreten könnte? Ja, es waren die Klimaexperten, die Meteorologen, die uns das vorausgesagt haben, aber so richtig glauben wollten oder wollen es vielleicht auch viele nicht, dass sich das nicht mehr um Anomalien handelt, sondern um eine Trendentwicklung. Und genau das soll heute auch Thema sein bei uns, nämlich die Wechselwirkung aus der Frage der Klimaentwicklung hin zum Bauen und deswegen auch das Thema klimaresilientes Bauen und Sanieren. Was ist eigentlich Resilienz? Also diese Fähigkeit, Krisen wie Hitzeperioden oder Starkregen oder Sturmereignisse zu bewältigen und sie durch Rückgriff auf persönliche oder vielleicht sozial vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklungen zu nutzen. Oder vielleicht auch ganz einfach ausgedrückt, wie können wir Häuser resistenter machen, besser absichern gegen solche Wetterunbillen? Wie werden wir in Zukunft überhaupt besser leben können mit solchen Temperaturen, sei es ganz nach oben, sei es manchmal auch ganz nach unten, sei es mit Starkregen? Wie stellen wir uns darauf ein? Wir Architekten, wir Planer, Architekten, aber auch Städtebauer, Umweltwissenschaftler und natürlich auch die Politik. Und wir haben dafür heute eine ganze Reihe von interessanten Gästen eingeladen, mit denen wir über dieses Thema rundum diskutieren wollen. Und die möchte ich Ihnen zunächst erstmal kurz vorstellen. Ich begrüße als erstes den Buchautor, Publizisten und den Chefredakteur von Finanztest. Herzlich willkommen, Hermann Josef Tenhagen. Hallo, Herr Tenhagen. Ja. Guten Morgen. Erste Korrektur gleich, Finanztipp. Finanztipp, oh Entschuldigung. Oh, da habe ich mich versprochen. Ja, also, aber macht nichts. 60 Millionen Mal im Jahr wird das richtig eingegeben. Vor allen Dingen hat einer mir zugehört heute. Das ist schon mal gut. Ja, Herr Tenhagen, ich glaube, mega aktuell in diesem Thema. Ne? Ja. Ich meine, ich habe Sie ja gerade auch in verschiedenen Fernsehsendungen und so weiter verfolgt. Eigentlich wiederholen wir diese Themen wieder. Warum ist das eigentlich so bedeutend für uns gerade zu diesem Zeitpunkt darüber zu sprechen? Naja, weil wir, wenn, also gerade im Bausektor ist das ja so, man gibt diesen Euro einmal aus und die nächsten 20, 30, 40 Jahre tut man nichts daran. Das heißt also, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, was wir in den kommenden Jahren, wenn wir dort investieren in so einem Bereich, wie wir das machen, was wir da machen. Und wir sehen ja an den Auswirkungen, also letztes Jahr hatten wir das Ahrtal, dieses Jahr haben wir die Waldbrände, so viel Waldbrände wie noch nie in Europa, jedenfalls von den Aufzeichnungen her. Wir haben Hitzerekorde, wir haben 40 Grad Celsius in Großbritannien, selbst der Economist ist der Meinung, jetzt sei der Hammer aber gefallen, wir müssten uns mit diesen Klimageschichten endlich beschäftigen, ernsthaft, mit viel Geld. Also wir sind, das bleibt, ich komme gleich im Vortrag nochmal darauf zurück. Alles klar, vielen Dank. Ja, dann begrüßen wir an zweiter Stelle nach Herrn Tenhagen folgend Herrn Jens Hasse vom Deutschen Institut für Urbanistik, vom DIFU. Hallo, ich begrüße Herrn Hasse. Guten Morgen, ja. Danke für die Einladung. Herr Hasse, Sie beschäftigen sich ja, glaube ich, in Ihrem Hause schon recht lange mit diesen Themen und mit den Entwicklungen. Und Sie haben uns dazu, glaube ich, heute auch ein paar neue Informationen mitgebracht, was bei Ihnen passiert, oder? Das ist richtig. Zum einen stelle ich Ihnen das Zentrum Klimaanpassung vor, bundesweit tätig für Kommunen und soziale Einrichtungen. Aber ich habe auch ein paar Dinge mitgebracht, die uns als Deutsches Institut für Urbanistik umtreiben, wie kommunales Bauen, Sanieren, wie aber auch privates Bauen und Sanieren sein sollte, sein müsste in Zukunft oder zumindest ab sofort. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns nachher auf Ihre Ausführungen. Und dann haben wir noch einen dritten Part heute mit eingebaut. Und dazu begrüße ich in Berlin Nadine Gettel von CO2 Online. Und es geht um die klimaresiliente Gebäudesanierung in der Praxis. Und die Frage, wie kann man so etwas umsetzen, woran sich Sanierungsakteure und Kommunen orientieren können. Herzlich willkommen, Frau Gettel. Was werden Sie uns denn berichten? Und Sie haben, glaube ich, auch noch zwei Gäste mitgebracht.
Vielen Dank. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Ich werde heute erzählen, was man alles so umsetzen kann, wenn man klimaresilient sanieren möchte. Wir haben da eine schöne Kampagne gestartet, wo wir vor allem HauseigentümerInnen aufklären wollen, was es dann alles so gibt und das ein bisschen aufzeigen. Und dann werde ich ein bisschen über den Bundespreis Blauer Kompass erzählen, bei dem sich auch viele Kommunen dieses Jahr beworben haben, die das Thema klimaresiliente Sanierung auch angestrebt und bearbeitet haben. Und dort habe ich auch zwei Kommunen selbst eingeladen, die erzählen werden, was sie alles so in ihren Kommunen zur klimaresilienten Sanierung und zum Bauen umgesetzt haben. Ich freue mich sehr, dass die Gäste heute auch dabei sind. Ja, wunderbar. Ja, und die beiden Kolleginnen und Kollegen wollen wir vielleicht auch ganz kurz noch vorstellen. Herzlich willkommen, Charlotte Martin-Stadler vom Landratsamt Eichach-Friedberg. Ja, guten Morgen. Wie gesagt, ich bin vom Landratsamt Eichach-Friedberg. Das liegt vielleicht verortet in der Wirtschaftsregion Augsburg, um das einfach mal so ein bisschen klarzustellen. Und wir haben ein Projekt vor Jahren schon gestartet zum Thema klimafreundliche Dächer im Wittelsbacher Land. Das möchte ich gerne kurz vorstellen, zum Nachahmen anregen. Sehr schön. Ich kann auch mit Blick hier aufs Netz schon sagen, es sind auch einige aus Ihrer Nachbarschaft dabei, die zuhören. Ich sehe München, ich sehe Bodensee. Klimawandel geplagt. Ich glaube, das gilt für fast alle im Augenblick in Deutschland, dass wir das spüren und eben, wie gesagt, nicht nur hier. Ja, und dann schalten wir, glaube ich, nochmal in den hohen Norden und begrüßen ihn aus der Gemeinde Stockelsdorf, Manuel van der Poel. Moin, aus dem hohen Norden haben Sie jetzt schon vorweggenommen, das wollte ich doch sagen. Wir haben Musterflächen als Gemeindeverwaltung angelegt und die werde ich Ihnen dann einmal vorstellen. Sehr schön. Ja, meine Damen und Herren, dann wissen Sie jetzt, was Sie heute erwartet. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich wieder dabei sind. Vielleicht, weil das Thema so aktuell ist oder weil Sie gar nicht mehr rausgehen mögen bei der Hitze und sich lieber im Hause bewegen und sich dort auch ein bisschen weiterbilden und hören, wohin es denn mit uns allen geht. Sie haben wieder die Möglichkeit, uns auch Fragen zu stellen, wie immer in der Chat-Funktion. Das, glaube ich, kennen die meisten auch schon. Die Fragen sammeln wir hier, die bekomme ich dann hier auf meinen Monitor gespielt. Dann kann ich die auch Ihnen, den Referenten, entsprechend stellen. Also nutzen Sie die Gelegenheit, diskutieren Sie auch mit uns. Auch darüber sind wir sehr dankbar. Und darüber hinaus darf ich natürlich nochmal auch verweisen auf das Netzwerk Effizienzhaus Plus, das ja in Berlin stets zur Verfügung steht. Im Auftrag des Bundesbauministeriums sind wir ja dafür da, diese Themen mit Ihnen zu diskutieren und die Kommunikation zu fördern. Und für diejenigen, die vielleicht auf dem Weg nach Berlin sind und da vielleicht auch mal Lust haben, uns direkt zu besuchen, das Effizienzhaus Plus, also genauer gesagt auch das IKZB, ist auch seit vorgestern wieder geöffnet zu seinen üblichen Öffnungszeiten, montags und donnerstags. Und dann sind Sie auch herzlich gern eingeladen und willkommen, uns im Haus mal zu besuchen und dort auch entsprechend die Themen und die Inhalte auch zu kommunizieren. Schauen Sie auch gerne mal auf unsere Homepage und lassen Sie sich die Newsletter regelmäßig schicken. Dann werden Sie auch informiert sein darüber, was wir dort machen, wo wir zum Beispiel die Sommerzeit jetzt genutzt haben, um dort die Ausstellung im Außenbereich ein bisschen zu erweitern und ein Kombimodul für Gründach und Photovoltaik dort zu installieren und die Möglichkeit haben, Sie dort auch zu informieren in Kooperation mit dem Solarzentrum des Landes Berlin. Ja, das vielleicht mal so vorweg und jetzt möchte ich meine Vorrede auch schließen, freue mich auf die Diskussion und den Austausch mit Ihnen. Herr Tenhagen, wir kommen wieder zurück zum Thema klimaresilienten Bauen. Also das ist wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe, ja? Ja, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, ganz klar, weil natürlich darüber entschieden wird, was man bauen kann, wird gesellschaftlich entschieden, ein Stück weit. Was wir bauen wollen, entscheiden wir als jeder einzeln, aber natürlich auch als Gesellschaft. Und die Konsequenzen dessen, was wir da getan haben, müssen wir auch tragen. Man kann ja über das Ahrtal noch mal reden. Das waren jetzt 30 Milliarden, die da die Konsequenz von einer bestimmten Art zu bauen und einer bestimmten Art damit umzugehen sind. Mal ganz abgesehen von den 180 Toten, die eigentlich natürlich nicht eine Konsequenz des Bauens sind, sondern eine Konsequenz von schlechter Verwaltung. Also da habe ich noch eine Frage und dann bin ich auch still hier. Gerade zum Ahrtal, das hat mich schon überrascht in den letzten Monaten. Also wir hatten im Anfang des Jahres auch schon mal eine Veranstaltung, wo wir darüber berichtet haben. Da haben die Kollegen der Energieagentur aus Rheinland-Pfalz auch hier mit einem Vortrag gehalten. Was ich gar nicht verstehen kann, ist, dass die Bebauung scheinbar innerhalb des Ahrtals in vielen Facetten wieder stattfindet.
Naja, das hat man nicht gelernt oder woran liegt das? Ja, das liegt zum Beispiel daran, wenn Sie versichert sind, bekommen Sie das Geld von der Versicherung, wenn Sie das gleiche Haus an der gleichen Stelle wieder hinstellen. Wenn Sie das nicht das gleiche Haus nicht an der gleichen Stelle wieder hinstellen, haben Sie schon wieder ein extra Problem mit der Versicherung bei der Auseinandersetzung. Und das führt denn dazu, dass die das erstens von der Versicherung aus her anschreiben. Wenn ich das jetzt nicht will, das Grundstück unten am Fluss gehört mir. Die Versicherung bezahlt mir nicht das neue Grundstück oben am Hang. Wenn ich denn ein neues Grundstück oben am Hang bekomme, da ist häufig Naturschutzgebiet. Das heißt, auch dort konnten die Leute nicht ausweichen. Das heißt, man hätte wirklich nicht im Ort ausweichen können, sondern ganz woanders hin. Und dann haben sie wieder das nächste Problem. Wer möchte denn schon gerne woanders hinziehen, wenn man nicht viel Geld hinterhergeworfen bekommt? In der Braunkohle, wenn da ein Loch gebuddelt wird, bekommen die Leute sehr, sehr viel Geld hinterhergeworfen, wollen trotzdem nicht weg. Hier bekommen Sie nicht das Geld hinterhergeworfen, um sozusagen 30 Kilometer weiterzuziehen, um ein komplett neues Haus zu bauen. Das ist im Augenblick auch nicht vorgesehen. Da wird auch kein Geld für ausgegeben. Also da sind eine Reihe von Aspekten, die das erklären. Gut ist das trotzdem nicht, weil die schwimmen ja dann, wenn was passiert, wieder weg. Soweit. Ja, dann würde ich sagen, Herr Tenhagen, Sie haben das weitere Wort und ich glaube, Sie haben uns auch ein paar Folien mitgebracht. Ja, genau. Wenn der Kollege die Folien eben hier einbringt, oder soll ich jetzt wieder freigeben? Ich kann ja wieder freigeben, das geht ja dann. Das ist ja so, freigeben, UPID, na? Da sind wir. Sehen Sie die Folien? Ja, wunderbar. Gut. Also erstmal nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, wenn wir über Klima reden. Ich war 1995 Pressesprecher der Umweltverbände beim ersten internationalen Klimagipfel in Berlin. Seither begleitet mich das Thema. Ich bin auch mit dem Töpfer 92 schon in Rio gewesen, um mir diese Dinge anzuschauen. Und ich bin über unsere Fortschritte nicht erbaut. Wir haben viel zu wenig Fortschritte angesichts dessen, was wir wissen. Aber jetzt gehe ich mal ganz kurz durch, weil wir wollen es ja nicht zu lang machen. So, jetzt sollte die PowerPoint eigentlich sich bewegen. Jetzt bewegt sie sich nicht, das ist super. Doch, jetzt bewegt sie sich, alles klar. Also, der Werbeteil, Sie kriegen ja alle die Folie, den mache ich ganz kurz. Der Spiegel nennt mich Deutschlands bekanntesten Verbraucherschützer. Wir kriegen diverse Preise für unseren Journalismus. Im letzten Jahr sind wir die Wirtschaftsredaktion des Jahres gewesen bei Finanztipp und wir sind viel im Fernsehen. Das heißt vor allen Dingen auch ich. Finanztipp besteht eigentlich aus diesen Ratgebern, ungefähr 1000 kostenlose Ratgeber, die Sie sehen können. Viele zum Bauen und Baufinanzierung und zu ökologischem Bauen, zum Sanieren, immer vom finanziellen Gesichtspunkt aus in allererster Linie gesehen, aber eben auch mit der Frage, wo gibt es denn Förderung? Das machen wir dann auch auf unseren Videos, die der Saidi macht. Ich habe eben erwähnt, das Solarvideo mit 900.000 Aufrufen. Wir haben TikTok-Besuche, wir haben eine Instagram-Seite. Die jungen Leute gucken sich ihre Nachrichten ja vor allen Dingen bei Instagram an. Das stellen wir eben auch fest. Und wir haben einen wöchentlichen Newsletter, den Sie kostenlos abonnieren können. 900.000 Leute haben das gemacht. So. Warum ist das relevant? Wenn Sie das in den Nachrichten hören, dann hören Sie immer dieses 1,3 Grad hat sich der Globus erwärmt und dann denken Sie, ja, 1,3 Grad, was ist 1,3 Grad? Das Schöne ist, Berkeley, die Universität, hat einen sogenannten, also die machen das für die einzelnen Länder, wie groß die Erwärmung ist. Und da sehen Sie dann, dass insbesondere in Europa die Erwärmung tatsächlich schon viel größer ist. Berkeley sagt 2,3 Grad Celsius in 2020 hatten wir schon in Deutschland. Und wenn wir so weitermachen, landen wir bei 4,5 Grad. Und wir sehen dieses im Alltag ja beständig. Also im letzten Jahr hatten wir diese Ahrtal-Katastrophen. In diesem Jahr haben wir wieder Dürre. Wir haben die Waldbrände, die es in der Form, in der Breite,
in Europa so noch nicht gegeben hat. Und es ist, also diese Klimakatastrophe ist da. Und ich habe es eben erzählt, der Economist hat geschrieben Mitte Juli am 23., dass die 40 Grad Celsius in Großbritannien, mit denen hat ja nie jemand gerechnet und auch in der Finanzmetropole London ist angekommen, das ist das größte Problem, mit dem wir uns finanziell und gesellschaftlich in den kommenden Jahren auseinandersetzen müssen. Und wenn wir uns gesellschaftlich mit Klimawandel auseinandersetzen, wie wir resilient werden, dann müssen wir das natürlich vor allen Dingen mit unseren Immobilien machen, da wo wir wohnen, wo wir leben. Wie viel das kostet und wie viel da man da ausgeben kann, konnte man am Ahrtal sehr schön sehen. Sozusagen der Fonds fürs Ahrtal kostet 30 Milliarden und Sie haben eben gesagt, die Leute ziehen noch nicht mal um. Da werden 30 Milliarden ausgegeben, damit die Infrastruktur wiederhergestellt werden kann, damit den Leuten ein Stück weit geholfen wird. Und das sind 30 Milliarden und die vergleichen sich bei der einen Katastrophe Ahrtal mit den 35 Milliarden, die man für den Kohleausstieg bis 2038 ausgeben wollte. Wir werden viele Ahrtals bis dahin haben, hoffentlich nicht mit so vielen Toten, aber mit sehr, sehr viel Schäden. Und wir müssen einfach schneller werden beim Umsteuern, damit diese Schäden nicht so groß werden. Wenn man sich jetzt anguckt, warum ist Bauen und Wohnen eigentlich so ein zentraler Punkt dabei? Naja, also wir haben, wenn man die Klimaemissionen Deutschlands anschaut, ich habe jetzt mal diese Infografik vom Umweltbundesamt da reingehängt, dann können Sie da sehen, wo wir beim Klimaschutz sind. Und Sie sehen auch, wir haben wir haben von 1990 bis Anfang der Nullerjahre deutliche Fortschritte beim Klimaschutz gemacht, weil sozusagen im Osten alles Mögliche dicht gemacht worden ist. Und da sah man dann auch bei den Zahlen, bei den CO2-Emissionen. Seit 2010 haben wir ganz lange Jahre nicht so richtig viel gesehen. Und das liegt auch an Politik. Wir haben diese Klimaherausforderung nicht so ernst genommen. Wir sehen erst seit 2019, 2020 wieder große Zahlen, wobei die 2020er Zahlen, dieser dolle Erfolg mit den 729 Millionen Tonnen, ja eigentlich eine Corona-Folge ist und nicht eine Folge davon, dass wir jetzt Klimapolitik betrieben hätten. Wichtiger Aspekt davon ist tatsächlich, die Gebäudeemissionen, die machten 1990 210 Millionen Tonnen aus. Wir waren im Jahr 2020 bei 108 Millionen Tonnen ausgekommen, also haben das etwa halbiert, aber wir wollen bis 2030 ja fast noch mal um ein Drittel runter auf 67 Millionen Tonnen. Das ist das, was im Klimaschutzgesetz drinsteht. Das heißt, das, was eigentlich Gesetz ist und gemacht werden muss. Unklar ist noch, wie wir das erreichen können, weil schon im Jahr 2022 haben wir natürlich die Vorgaben, die dieses Gesetz macht, eigentlich nicht eingehalten. 2021 auch nicht. Warum ist das so schwierig? Naja, wir haben 22 Millionen Gebäude. 40% des Energieverbrauchs hierzulande entfallen auf diesen Gebäudesektor. Zwei Drittel sind private Wohnhäuser, ein Drittel Energiebedarf sind Nicht-Wohngebäude. Wenn man das anschaut, das ist natürlich alles, das wird gebaut und das wird gebaut in Deutschland noch mehr als in anderen Ländern für die Ewigkeit, also für lange Jahre. Das heißt, wenn wir jetzt einmal eine Entscheidung treffen, wie wir bauen, wie energieeffizient wir bauen, dann ist das eine Entscheidung, die lange Jahre sich hinzieht. Und wenn wir zum Beispiel immer 2050 im Kopf haben oder 45 und wollen da klimaneutral sein, das heißt, dann müssen wir alles das, was wir jetzt machen, schon an dieser nicht an 2030 ausrichten, sondern an dieser Klimaneutralität, die wir 2045 haben wollen. Weil die Infrastruktur, die wir jetzt bauen, die steht da 2045 noch. Potenzial ist genug da. Ich habe jetzt hier mal sozusagen die Zahlen, die wir im Augenblick haben für Heizöl, Gas, Biomasse, Wärmepumpen, Solarthermie zusammengetragen und zusammengetragen, was wir eigentlich bis 2045 erreichen müssen, damit wir in die Nähe von Klimaneutralität kommen. Aber was dahinter natürlich steht, ist, dass mehr als die Hälfte der Gebäude, mit denen wir das machen müssen, die sind vor 1977 gebaut. Das heißt, die sind ohne jede
jeden Aspekt von Klimaschutz damals errichtet worden und die müssen wir nachrüsten und dieses Nachrüsten ist dringend erforderlich für die gesamtgesellschaftliche Klimaaufgabe, ist aber auch dringend erforderlich für die Leute, die da drin wohnen. Wenn Sie sich anschauen, der Gaspreis für die Menschen, die drin wohnen, hat sich von 6 auf 12, 13 Cent in einem Jahr verdoppelt und wir werden in diesem Winter nochmal eine Steigerung um 50% sehen und da reden wir gar nicht von der Umlage. Ich habe das gestern nochmal ausgerechnet, die Umlage kostet für einen Single-Haushalt, das ist das wichtigste Modell für Großstädte, also wenn Sie nach Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt gehen, die Hälfte aller Leute wohnt in Single-Haushalten. Da haben Sie 10.000 Kilowattstunden Verbrauch bei Gas für den Single mit der 60 Quadratmeter Wohnung und der muss einen 20er nur für die Umlage zusätzlich zahlen. Der zahlt aber schon 50 Euro zusätzlich für die gesteigerte Gasrechnung seit dem letzten Jahr und vielleicht wird das nochmal 50 Euro mehr. Das heißt, der kommt von 50 Euro und landet irgendwo bei 180 oder 200 Euro demnächst. So, was machen denn die Akteure? Sie machen zu wenig. Ich habe eben erzählt, ich war 1995 Pressesprecher beim Klimaforum. Damals hat das Berliner Abgeordnetenhaus eine Entschließung verabschiedet und gesagt, also eigentlich müssen wir doch auf jedem neuen Dach, was wir in Berlin bauen, müssen wir eine Solaranlage haben. Ohne dem darf das nicht mehr sein. Das hat der Berliner Senat auch frein verkündet. Es gibt so ein internationales Treffen von Kommunen, ICLAI heißt das, und da haben sie das erzählt, dass sie das machen wollen. Und einige Jahre später sind auch diverse Kommunen dann nach Berlin gekommen, zum Beispiel auch Barcelona, und haben geguckt, wie weit sind denn die Berliner gekommen mit ihrer Solardachpflicht. Sie sind nirgendwo hingekommen. Da ist nichts passiert nach 1995. Das war so eine Erklärung, um die sich die Verwaltung einen feuchten Kehricht geschert hat und die Politik auch nicht nachverfolgt hat. Wir sind jetzt im Jahr 2023, also ab nächstem Jahr, bei einer Solarpflicht. Das heißt, wir sind da, wo wir 1995 als Entscheidung schon mal sein wollten. Und das sind 28 Jahre, die dazwischen sind. Das ist die Langsamkeit der Politik, die wir haben. Die Langsamkeit der Politik, die wir haben, kann man auch sehen an vielen anderen Stellen. Also wenn man sich anschaut, was beim Bauen eigentlich gemacht worden ist, dann kann man ja auch zu den Solaranlagen auf dem Dach mal gehen. Und wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie hier die installierte Solarpower auf deutschen Dächern. Und Sie sehen, wir haben da 2010 bis 2012 einen Peak und dann bricht das Ganze ab. Das heißt, wir haben nicht weitergemacht von einem hohen Niveau. Dann wären wir heute einen wesentlichen Schritt weiter bei der Elektrifizierung dessen, was wir elektrifizieren können und was wir dann sozusagen an Klimaschutz machen können, sondern wir haben aufgehört. Ich könnte jetzt hier auch die wunderbare Statistik aus Bayern zur Windkraft reinmachen. Die haben 2014 dieses Abstandsgebot eingeführt und da hat sich dann die Zahl der neu genehmigten Windräder von einem Jahr aufs andere gezehntelt. Also ein Zehntel ist da übrig geblieben und seitdem haben wir das. Sie können in den Verkehr gehen. Sie haben seit 2009, seit die CSU das Verkehrsministerium stellt, keinen Rückgang der durchschnittlichen Flottenverbräuche mehr gehabt bis 2020. Also wir haben 10 Jahre lang das letzte Jahrzehnt eigentlich dort verschlafen. Wir haben das wirkt sich dann auch aus, wir klagen jetzt ja über diesen Fachkräftemangel. Es wirkt sich einfach aus, 2011 hatten wir 417.000 Beschäftigte in dem Bereich erneuerbare Energien, die wir da an den Start hätten bringen können, auch für den weiteren Ausbau. Seitdem sind Firmen pleite gegangen, haben sich Firmen wieder umgestellt, weil es da nicht genug Geschäft zu machen gab. Und wir sind heute bei knapp 300.000 Beschäftigten in dem Bereich. Und dann haben wir jetzt die Klage, dass wir die Leute nicht haben, um diesen Umbau zu machen. Und wir haben einmal die Leute nicht, um den Umbau zu machen, die das dezidiert sich auf die Fahnen geschrieben haben. Aber wir haben die Leute auch nicht, weil in den Branchen dezidiert das eben nicht gemacht worden ist. Wir haben im Jahr 2021 600.000 Gasheizungen installiert, vor allen Dingen im Altbau auch. Das sind alles Klempner. Die Klempnerinnen und Klempner, die Dinger installiert haben, könnten natürlich im Prinzip oder hätten im Prinzip auch Wärmepumpen in ganz vielen Fällen installieren können. Das gehört auch schon zu deren Ausbildung dazu. Also ich würde sagen, jeder Klempner, der unter 40 ist oder jede Klempnerin, hätte das als Teil der Ausbildung haben sollen. Jedes Unternehmen, das da am Start ist in den letzten 10 Jahren, muss das eigentlich können, aber die tun es nicht. Und ich kriege dann, wenn ich solche Geschichten erzähle im Deutschlandfunk, Anrufe von meinem eigenen Klempner oben an der Ostsee, der mir erzählt, dass er 2012 sowas in der Schweiz schon gemacht hat.
Auftritt. Aber die Leute in Deutschland würden es ja nicht wollen und er würde es auch nicht anbieten. So, dann kommen natürlich die geburtenstarken oder nicht so geburtenstarken Jahrgänge, die uns da jetzt nicht helfen. Also wir kriegen wenig junge Leute in die Branchen rein, die wir dann neu ausbilden können, die uns dabei helfen können. Das heißt, möglicherweise müssen wir da noch viel stärker auf Migration setzen, wie wir das vorher gemacht haben. Die Bundesagentur für Arbeit sagt ja schon, eigentlich um den Arbeitskräftepool zu erhalten, den wir jetzt haben, brauchen wir jedes Jahr 400.000 Migranten, damit das funktionieren kann. So, und dann haben wir die Frage mit der Verwaltung. Ganz ehrlich, wir haben in den Verwaltungen einen tatsächlichen Engpass. Wir haben tatsächlich einmal einen Engpass, der ein richtiger Personalengpass ist. Da ist in den letzten Jahren viel zu viel abgebaut worden an Stellen, wo es nicht hätte abgebaut werden sollen. Wir haben aber natürlich auch einen strukturellen Engpass. Und ich mache das jetzt mal an einem ganz anderen Beispiel fest. Corona. Sie wissen, da gibt es diese Software, die man hätte nutzen können, damit die Gesundheitsämter diese Corona-Daten vernünftig hätten einmelden können. Die Software ist von Helmholtz entwickelt, ist in Westafrika und auf den Fidschis eingesetzt worden. Und die Bundesländer haben gemeinsam mit der Bundeskanzlerin Anfang 2021 beschlossen, dass diese Software doch sozusagen bis April oder Mai in jedem Gesundheitsamt an den Start gebracht werden sollte. Es gibt nach wie vor Gesundheitsämter, die sozusagen mit dem Fax arbeiten. Es ist nicht an den Start gebracht worden. Deutsche Gesundheitsämter können Dinge, die auf Fidschi und in Westafrika gehen, nicht umsetzen. Und das ist kein Einzelfall. Und dann haben wir noch was Zweites. Wir haben natürlich Diskussionen über unterschiedliche Prioritäten. Das insbesondere im Bau auch. Da wird dann Klimaschutz gegen Denkmalschutz ausgespielt. Das kann so natürlich nicht sein. In dem entsprechenden Energiegesetz, das die jetzige Bundesregierung verabschiedet hat, steht ja jetzt drin, dass der Klimaschutz im Zweifel Priorität hat. Aber das muss man gar nicht gegeneinander ausspielen. Man muss es nur gemeinsam denken und es nicht als Behinderung sehen, dass Denkmalschutz auch ein Kriterium ist und sich damit auseinandersetzen. Das passiert aber oft nicht. Und dann gibt es eben, da werden wir ja heute noch mehr drüber hören, ich hoffe jedenfalls auf die anderen beiden Vorträge, bei den Beratungsangeboten. Es gibt mehr Beratungsangebote durch die Kommunen und es gibt mehr Beratungsangebote durch Stadtwerke, aber es gibt immer noch nicht genug. Und wenn Sie als Bürgerinnen und Bürger heute ein Beratungsangebot haben wollen, dann tun Sie sich schwer, eins zu bekommen. Und sie tun sich schwer, sowohl einen Handwerker zu bekommen, als auch dieses Beratungsangebot vorneweg zu bekommen. Wenn Sie dann bei den Verbraucherzentralen hingehen und einen Heizcheck haben wollen, dann haben Sie dieses Problem ganz genauso. Da steht jetzt hier Kraftakt. Im Kern ist es so, dass die Leute dafür nicht da sind, um das in der Form und in der Schnelligkeit zu machen, wie wir das brauchen. So. Und dann haben wir, das lasse ich jetzt mal auf die Fördermechanismen, die einzelnen, welche Auswirkungen die haben, das vorwärts und rückwärts und seitwärts ist in den letzten Monaten ja auch nicht hilfreich gewesen. Aber wir haben natürlich ein zentrales Problem. Deutschland ist Mieterland. Wir haben in Deutschland ungefähr mehr als die Hälfte der Leute wohnen hierzulande zur Miete, anders als in anderen europäischen Ländern. Und wenn die Leute zur Miete wohnen, haben die ein weniger starkes Interesse an einer langfristigen Investition in das Haus, die sie jetzt Geld kostet, die sich aber langfristig amortisiert. Weil die sind ja langfristig in der Wohnung womöglich gar nicht mehr da. Das heißt, wir haben tatsächlich ein Konfliktpotenzial, weil wenn sie jetzt eine Maßnahme machen, die sich langfristig auszahlt, weil die langfristig Energie spart, aber am Anfang erstmal mehr Geld kostet, und sie wollen dieses Mehrgeld, das es kostet, auf ihre Mieterinnen und Mieter umlegen, dann zeigen ihnen die Mieterinnen und Mieter zu Recht politisch erstmal einen Vogel. Rechtlich ist das differenziert geregelt, aber das ist in der Tat ein Problem, das wir adressieren müssen und wo wir gucken müssen, dass diejenigen, die davon profitieren, auch dann sozusagen das bezahlen und dass diejenigen, die so einfach nicht profitieren wie die Mieter, dass man für die auch Anreize schafft, bei diesem Projekt dabei zu sein. So, und dann haben wir natürlich, das machen wir jetzt aus Diskussion, und ich bin sowieso schon zu spät. So, und dann haben wir die Frage einfach, was trägt denn dazu bei, dass diese gesellschaftliche Aufgabe gelingt? Und da ist es ganz zentral. Also erstens, wir brauchen diese Handwerker, wir brauchen die Förderung und wir müssen die Mieterinnen und Mieter an Bord haben. Sonst wird uns diese heroische Aufgabe nicht gelingen und wir müssen das Geld, was wir dafür ausgeben, ist gut ausgegeben
Und das ist das, was ich, wo immer ich jetzt darüber rede, den Leuten sage. Und das Verständnis dafür, dass wir das tun müssen, da hat uns jetzt der russische Krieg in der Ukraine nochmal geholfen, weil die steigenden Energiekosten, die wir jetzt sehen, haben für viele, viele Leute einen Anreiz gegeben, sich mal mit dem Energieverbrauch ihrer Immobilie auseinanderzusetzen. So, weitere Informationen. Ich habe da einen Haufen Links dran gehängt. Da sehen Sie die ganzen Finanztipp-Ratgeber, die wir dazu haben. Und auch etwas vom DIFU war, glaube ich, auch was dabei. Also die Studien, die hängen jedenfalls alle dran. Und jetzt ist Zeit für Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Tenhagen. Das war, glaube ich, ein sehr schöner Überblick, einführend, den wir uns ja auch so gewünscht haben. Man ist ja ein bisschen versucht, glaube ich, Herr Tenhagen, an der Stelle die Frage zu stellen, ist eigentlich noch was zu retten? Natürlich ist was zu retten, aber wir werden, also der Trade-off wird immer sein, je mehr wir jetzt tun beim Klimaschutz, desto mehr weniger werden wir hinterher tun müssen bei der Klimaanpassung. Das ist so das ist das Grundsätzliche. Das gilt aber dann wieder global. Nützt das eigentlich, wenn wir das in Deutschland machen? Da ist die Antwort relativ einfach. Ja, natürlich nützt das, wenn wir das in Deutschland machen. Einmal nützt es im kleinen Bereich, weil Deutschland ja durchaus mehr pro Kopf emittiert, als viele Länder im Süden das tun. Zum anderen nützt es aber natürlich auch, weil wir technologisch sozusagen Vorreiter sind und Dinge, die wir bei uns ausprobieren, die wir bei uns zum Klappen bekommen, dann von anderen nachgemacht werden. Wir können das an dem Beispiel EEG-Umlage, die ja jetzt so umstritten ist, zeigen. Die ist in mehr als 30 Ländern übernommen worden, vor allen Dingen in der Zeit zwischen 2000 und 2010, weil die gesagt haben, oh, die kriegen die Solarindustrie ans Laufen. Dann haben wir da nichts mehr dran gemacht und inzwischen haben die Chinesen die komplette Solarindustrie übernommen und beim Auto war es dann umgekehrt. Die deutschen Hersteller haben doch nicht E-Autos gebaut, weil hier in Deutschland irgendjemand gesagt hätte, wir brauchen E-Autos. Die haben der Kanzlerin irgendwas versprochen, dann haben sich nie dran gehalten. Aber als die chinesische Regierung gesagt hat, wenn ihr nicht 25% E-Autos baut, dann seid ihr aus dem chinesischen Markt draußen, war das eine andere Ansage, weil ein Konzern wie Volkswagen stellt ja mehr Autos in China her, wie alle deutschen Hersteller in Deutschland zusammen. Ja, Stichwort Fachkräftemangel. Caroline Duvier hat uns geschrieben und gefragt, wie wäre es, wenn wir mehr auf Kommunen setzen, also weg von Firmen, die deutschlandweit arbeiten und hin zu Verbänden, die in den Kommunen aktiv sind. Können auch die Firmen noch machen, eben in anderer Konstellation, fragt sie. Wenn die Kommunen nicht mehr erklären, dass sie gerade keine Kapazität haben, um etwas zu entscheiden, um eine Genehmigung zu erteilen, sondern Kapazitäten haben, um auch zu bauen, super, großartig. Und ich hoffe ja, wir kriegen ja gleich ein paar Beispiele von Kommunen zu sehen, die das wirklich sehr effizient machen, die sich intensiv darum kümmern. Ich habe in den letzten Tagen einen Film aus Greifswald gesehen, über das, was die Stadtwerke in Greifswald als Projekte haben. Das ist großartig, aber viele von den Kommunen tun es nicht. Und bisher und viele Verwaltungen sind auch nicht so, wie soll ich sagen, hinterher wie manche andere. Die eigentlich spannende Frage wäre vielleicht zurückgegeben, was muss man tun, damit Beispiele von Kommunen, die funktionieren, tatsächlich übertragen werden und Nachbarkommunen das auch machen? Muss dann das Landesministerium oder das Bundesministerium erst die Gelder streichen? Hilft es, wenn man Wettbewerbe macht? Hilft es, wenn der Bauamtsleiter oder die Bauamtsleiterin sozusagen entweder den porösen Stein oder den Solarpreis bekommt, je nachdem, ob sie oder er in dem Bundesland am langsamsten ist mit der Umstellung dieser Kommunen. Solche Preismodelle funktionieren sonst ganz gut. Bei Firmen funktioniert das gut. Wenn die Konkurrenz etwas besser macht, dann sind Chefs total elektrisiert und Chefinnen auch. Ist das bei Bauamtsleiterinnen und Bauamtsleitern auch so? Wir können ja nachher mal den kommunalen Vertreter fragen. Die Frage können wir ja mal speichern. Ich habe noch zwei Fragen, die würde ich gerne, weil das so schön übergeordnet die Diskussion ist, vielleicht noch mit reinnehmen. Stefanie Beitz beispielsweise merkt an, dass ja die Förderquoten für die Sanierungsmaßnahmen ja dieses Jahr bekanntermaßen gekürzt und zum Teil ja auch
ganz gestrichen worden sind. Wie bewerten Sie das? Was haben Sie für eine Einschätzung? Sie rechnen ja viel nach. Was rechnet sich für den Kunden, für den Verbraucher? War das in Ordnung, dass der Bund vertretbar, dass der Bund gesagt hat, dass er schrittweise die Förderung ein bisschen runterfährt? Also ja, im Prinzip, nein, in der Konkretion. Das heißt also, wenn wir wissen, wegen unserer höheren Energiekosten, die wir ohnehin haben, dass sich da so eine Maßnahme ohnehin für viele Leute rechnet, dann muss der Staat nicht eine Maßnahme, die sich ohnehin rechnet, noch staatlich weiter fördern. Das sollte er aber langfristig, mittel- und langfristig ankündigen. Das heißt also, kurzfristig solche Schritte zu machen, verunsichert in so einer Branche total. Mittel- und langfristig das anzukündigen, ist sinnvoll. Auf der anderen Seite, also da gab es ja im Januar diese große Auseinandersetzung um diese eine Kürzung, die da gemacht worden ist. Ich habe das mal angeschaut. Da wurde dann immer von diesen Bauten, die da sozusagen nicht mehr gefördert werden, gesprochen. Das durchschnittliche Fördervolumen war so, dass es nicht um einzelne, also es ging nicht um Menschen, die ihr Haus nicht mehr gefördert bekamen, sondern es ging in allererster Linie um Bauträger, die 20, 30, 50 Wohnungen oder Häuser am Start hatten und die sich darauf verlassen haben, dass sie beim Verkauf dieser Immobilien sozusagen die Förderung von Vater Staat mit einstreichen. Und die sind natürlich auch, die muss man natürlich auch so ein Stück weit hätscheln und pflegen, damit die weiter bauen. Aber es war nicht so, dass die einzelnen Leute sozusagen jetzt aus der Spur gebracht worden sind. Ganz anders, als man das in vielen Medien lesen konnte. Ja, kann ich ein bisschen bestätigen, wenn ich den Hut der CBAU aufhabe. Wir sind ja für die Energieberatung in Norddeutschland, also in Hamburg, zuständig. Und an der Stelle kann ich auch nochmal bestätigen, was Sie vorhin als Einschätzung der Verbraucherzentrale brachten. Das erleben wir natürlich in Hamburg auch. Interessanterweise, wir hatten mal die Energieberatung in Hamburg als Hamburger Energielotsen Kooperation mit der Verbraucherzentrale und mit der Handwerkskammer gestartet. Und das hat begann 2019 mit dem Plan damals, 5.000 Beratungen pro Jahr zu machen. Nun kommen noch so diverse andere Beratungsangebote dazu. Übrigens auch Klimafolgenanpassung. Solch eine Beratung gibt es in Hamburg auch seit 2019. Insgesamt 5.500 etwa Beratungen, die wir durchführen sollten. 9.400 haben wir im letzten Jahr durchgeführt. Dann sind auch die Landesmittel nochmal mit einem Nachtrag in diesem Jahr dankenswerterweise uns weiter zur Verfügung gestellt worden. Das Hauptproblem, was wir auf Seite der Berater haben, ist, wir finden kein Personal, was wir zusätzlich einsetzen können. Also die Wartezeiten, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, die vielleicht an der Stelle auch noch mal kurz gesagt sein sollte. Die Wartezeiten für den Verbraucher, zu einer Beratung zu kommen, die liegen sowohl darin, dass es nicht genügend Mittel gibt für die Energieberatung, aber auch für die Energieberater nicht genügend Plätze zur Verfügung stehen und wir einfach auch keinen Nachwuchs haben. Ich habe einen Hinderring nach Personal, das ist total spannend. Ich habe einen Aspekt, den ich eben ausgelassen habe, weil ich nicht so lang sein wollte. Das ist die Frage der Versicherbarkeit. Also es geht ja immer um diese Elementarschadenversicherung. Die hat man im Ahrtal auch gesehen. Das ist aber auch ein Zeichen dafür, dass wir uns das gesellschaftlich nochmal vornehmen müssen, dieses Problem. In Baden-Württemberg sind 95% der Gebäude Elementarschaden versichert. In Rheinland-Pfalz waren es 35,7%. Das heißt, die Leute haben auch alle gedacht, nur braucht es ja nicht. Und der Ministerpräsident, der, wenn die Leute abgesoffen sind mit ihren Häusern, der hinterher sagt, ihr hättet euch versichern können, ihr habt euch nicht versichert, nun müsst ihr halt Dreck fressen. Der muss erst noch geboren werden, auch die Ministerpräsidentin. Das heißt, ich plädiere schon seit einigen Jahren dafür, wir brauchen da ein Obligatorium. Die Leute müssen sich dafür versichern, Ende der Durchsage. Dann kann man in bestimmten Bereichen vielleicht einfach eine Selbstbeteiligung von 20.000 Euro reinschreiben, damit die Versicherung noch bezahlbar wird. Aber dann kümmern sich die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer auch stärker darum. Das ist notwendig und das ist gesellschaftlich notwendig, weil es kann ja nicht sein, dass dann irgendwie die Aldi-Verkäuferin oder der Klempner aus Rostock dafür bezahlen muss mit seinen Steuergeldern, dass Menschen, die eine Immobilie haben, die nicht Elementarschaden versichern. Und wenn irgendeiner erzählt, Ahrtal war jetzt ein Einzelfall, mein Lieblingsbeispiel, ist jemand aus Münster da oder aus der Umgebung von Münster?
Also, ja, ich schaue mal hier, nicht immer wird mir die Adresse angegeben. Wer 2013, 2014 hat es einen sogenannten Starkregen in Münster gegeben. Da sind 300 Liter pro Quadratmeter in 7 bis 8 Stunden runtergekommen. Das ist doppelt so viel wie im Ahrtal. 300 Liter pro Quadratmeter, das, wenn Sie, da sind Sie bis Mitte der Wade, stehen Sie im Wasser. Für Menschen, die aus dem Osten kommen, der Müggelsee der Berliner, den hatte man über dieser Universitätsstadt einmal komplett ausgekippt in 7 Stunden. Solche Ereignisse können Sie immer wieder haben. Und wenn Sie dann Gebirgsstrukturen haben, also wenn das im Sauerland passiert, dann haben Sie die gleichen Katastrophen, wie Sie die im Ahrtal gehabt haben. Ja, das ist wahr, das stimmt. Vielleicht können wir noch mal eine Frage aufnehmen aus dem Netz. Stichwort Sanierung und soziale Aspekte. Da fragt uns Doris Köster, gibt es Ansätze, die Umlage von Sanierungskosten, gerade in Ballungszentren mit hohen Mieten, sozialverträglich zu gestalten? Also wenn Sie eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft haben oder anders, das Problem ist, wer bezahlt diese Sanierungen überhaupt? Sanierungen sind ja nichts, was man auf Miete umlegen kann eigentlich. Nur Modernisierung kann man umlegen. Das heißt, an der Stelle ist die entscheidende Frage, was ist eine Sanierung und was ist eine Modernisierung vor dem Gesetzgeber? In Berlin kann man das beobachten. Da haben Sie Gebäude, wo auf der einen Straßenseite das eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft ist und auf der anderen ein kommerzieller Konzern, der diese Wohnung unterhält. Die gleichen Maßnahmen werden vom kommerziellen Konzern als Modernisierung klassifiziert mit der Folge einer Mieterhöhung und von der kommunalen Gesellschaft als Sanierung klassifiziert und deswegen nicht mieterhöhend. Also da kann man eine Menge sagen, wenn man sagt, das muss passieren und das wird vorgeschrieben und das ist vorgeschrieben dann auch unter dem Rubrum, dass das nicht mietkostenerhöhend sein darf. Auf der anderen Seite muss man den bei der Klage über die Frage, was kosten, wie stark sind denn diese Mietpreise gestiegen, auch mal anschauen. Also ich kann das jetzt für Berlin sagen, da wird viel geklagt und zu Recht wird an vielen Stellen auch geklagt, aber die Kaufpreise in Berlin haben sich mehr als doppelt so schnell erhöht wie die Mieten in Berlin. Und wer denn glaubt, dass man erstens Handwerker gut und ordentlich bezahlen soll, zweitens dann eine ordentliche Modernisierung machen soll und dass drittens das für 6,50 Euro pro Quadratmeter geht, der darf jetzt gleich den nächsten Vortrag halten. Herr Tenhagen, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Ausführungen und ich glaube, ein Stück weit haben Sie uns schon ein bisschen Mut gemacht und auch aufgezeigt, in welche Richtung es gehen muss. Und jetzt können wir wirklich mal reinhören, was die Kollegen so entwickelt haben. Und freue mich, hier rüberzugeben zu Herrn Jans Hasse vom Deutschen Institut für Urbanistik. Und ich weiß nicht, stehen Sie uns im Hintergrund noch zur Verfügung, Herr Tenhagen? Ich habe bis 10:45. Viertel nach 11, wunderbar. Also wenn Sie noch Fragen haben, meine Damen und Herren, schreiben Sie im Chat und dann kann vielleicht der Tenhagen das eine oder andere auch direkt noch mit beantworten. Ja, und dann freue ich mich jetzt auf Herrn Hasse. Hallo, Herr Hasse. Ja, hallo. Prima, das war schon sehr spannend. Darf ich gleich einen draufsetzen, sozusagen? Genau. Wollen wir mal sehen. Das müsste... Ja? Das muss Ihnen doch eigentlich, währenddessen Sie hier aufrufen, kurz vielleicht mal gefragt, das muss Ihnen ja eigentlich schon ein bisschen durch Mark und Knochen gehen, wenn Sie hören, Mensch, wir haben 25 Jahre lang darüber diskutiert und einfach nichts bewegt. Geht Ihnen das auch so im DIFU, dass Sie 25 Jahre lang schon den Finger heben, mahnend und sagen, wir müssen was tun, aber die Politik, die Gesellschaft nicht wirklich reagiert? Naja, am DIFU sicherlich auch. Es gibt ja viele, viele Herausforderungen, die Kommunen betreffen und auch, sagen wir mal, zu langsam angegangen werden. Aber tatsächlich, ich betreibe dieses Thema Klimaanpassung schon seit über 15 Jahren. Und insofern weiß ich natürlich auch, womit wir schon in ersten, meistens Forschungsprojekten, aber auch in Beratungsprojekten natürlich auf verschiedene zugegangen sind. Nicht zuletzt aufgrund von Ereignissen, die zu Schaden geführt haben, die zu Erschrecken geführt haben. Ne? Also und auch dort 2008 im Ruhrgebiet, 2009, 2010 mehrfach
wo es immer zu Schäden gekommen ist, wo immer schon Objektschutzfragen aufgekommen waren, beziehungsweise die Frage, wie eigentlich das Zusammenwirken zwischen Stadtentwässerungen, der Verkehrsplanung, der Flächenversiegelung und am Ende dieser Frage, wie schützen sich auch tatsächlich möglicherweise Betroffene privat, aber auch die öffentliche Hand selbst, ne? Kindergärten, Schulen, etc., Rettungswege freihalten und so weiter. Das ist leider ein Thema, was schon länger auf der Tagesordnung ist. Und um in der Hinsicht die Kommunen im Allgemeinen ein wenig in Schutz zu nehmen, es ist auch schon eine ganze Menge passiert, überwiegend halt im großstädtischen Bereich, die natürlich verwaltungsmäßig ein klein bisschen besser aufgestellt sind an bestimmten Stellen. Aber in der Breite fehlt es einerseits so ein bisschen an Zusammenarbeit zwischen den Nachbarn. Es fehlt das Verständnis, dass man zwischen Kreisverwaltung und kreisangehörigen Kommunen sehr viel mehr zusammenarbeiten kann und muss, statt Umlandfragen. Stadt Münster war ja genannt. Das Wasser kam ja nicht aus der Stadt Münster. Das Wasser kam genauso von Süden über den Fluss nach Münster rein. Und das Gleiche gilt für die Hochwasserkatastrophe in der Eifel, in Nordrhein-Westfalen und im Ahrtal. Dieses Wasser kam ja nicht aus Bad Neuenahr-Ahrweiler oder aus Eschweiler oder aus Stolberg, sondern es kam aus den Oberläufen. Und diese Oberläufe müssen mithelfen, die Kommunen dort, die Grundstückseigentümer, damit solche Katastrophen zukünftig deutlich weniger Schaden anrichten und insbesondere Menschenleben fordern. Ne? Und das ist der Grund, warum natürlich die Bundesregierung auch dieses Zentrum Klimaanpassung ins Leben gerufen hat, weil wir sehen, dass es sehr, sehr aktive Kommunen und soziale Träger, soziale Einrichtungen gibt. Aber es gibt auch leider diverse, gerade in der Fläche, die wenig aktiv sind, die noch nicht begonnen haben, die auch noch offensichtlich Unterstützung brauchen, wie man das verbindet mit ihren sowieso Aufgaben, mit den Herausforderungen der Zukunft, die es sonst auch so gibt. Ne? Und das ist der Grund, warum wir natürlich jetzt seit über einem Jahr übers Land ziehen, wenn man so will, virtuell, und vorstellen, was wir im Angebot haben, was die Bundesregierung auch an Unterstützung im Angebot haben, aber auch was man ganz konkret in kleinen ersten Schritten tun kann. Ja, soll ich mal einsteigen? Ja, ich lasse Sie einfach. Alles gut. Ist gut, prima. Das Zentrum Klimaanpassung wird durchgeführt vom Deutschen Institut für Urbanistik. Wir sitzen in Berlin und in Köln und tatsächlich machen wir das gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Adelphi. Das heißt, wir poolen hier Kompetenzen und Erfahrungen. Wir beraten in ganz Deutschland Kommunen und soziale Einrichtungen. Warum die letzteren? Naja, Sie können sich vorstellen, Thema Hitze wurde schon erwähnt. Hier geht es um Altersheim, hier geht es um Krankenhäuser, hier geht es um Praxen, Schulen, Kindertagesstätten etc. pp. Also überall, wo Menschen auch wohnen, wo Menschen betreut werden, wo Menschen beschult werden, die auch nicht einfach nach Hause geschickt werden können. Und deswegen auch dort die Gebäude eigentlich entscheidend sind in Zusammenspiel mit dem, was die öffentliche Hand draußen oder die Grundstücke selber leisten können, ne? Dass sie so besser damit zurechtkommen, was eigentlich noch auf uns zukommt. Das ist das, was wir die letzten Jahre erleben. Nur ein Vorspiel tatsächlich haben wir leider auch im Gefühl. Ich darf Ihnen kurz, aber in Kürze, weil Herr Tenhagen hat es, glaube ich, schon sehr, sehr eindrucksvoll deutlich gemacht, was kommt auf uns zu. Das ist etwas, Sie kennen diese Klimafolgen, das sind die Ausgangspunkte der Starkregen, Stürme, Hagel, Hitzewellen, aber auch einfach die steigenden Temperaturen, die Trockenheit, die uns sehr, sehr zu schaffen macht in diesen Tagen, die manchmal sogar deutlich größere Auswirkungen hat als die eigentlichen Temperatursteigerungen und natürlich die Brände und ähnliche Dinge, die daraus folgen. Diese Warming Stripes kennen viele von Ihnen auch und wer es jetzt beklagt in der Tat, dass es die letzten Jahre einfach zu wenig passiert ist, das hat auch damit zu tun, dass wir weder 2003 bei dem großen katastrophalen Hitzesommer in Europa mit zwischen 55.000 und 70.000 Toten in ganz Europa, nachgewiesenen Toten, tatsächlich nicht sehen, dass diese letzten Jahre, die letzten 20 Jahre, egal wie Sie zählen, zwischen 12 und 15 der bisher heißesten, wärmsten Jahre bei uns in Deutschland gemessenen
enthalten. Und das ist sozusagen das Bild, was auch Herr Tennehaken hatte, der berühmte Hockeyschläger, egal ob global oder in Deutschland, das ist Fakt. Und Fakt ist leider auch, dass wir seit über 12 Jahren immer trockenere Frühjahre haben. Das beobachten Landwirte, das beobachten die grünen Leute in den Kommunen mit großer Sorge, weil sie einfach ihren Stadtbäumen, ihrer Vegetation nicht helfen können, auch wenn sie es probieren. Ne? So, was jetzt wichtig ist, das Ganze wirkt logischerweise auf uns, auf Menschen, es wirkt auf Gebäude, es wirkt auf die gebaute Umwelt, wo wir wohnen, wo wir arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt übrigens auch, das Arbeiten beziehungsweise das Herstellen, das Produzieren, was machen wir eigentlich? Und hier sind logischerweise dann auch die sozialen Einrichtungen mit dazu zu zählen, weil wir können nicht einfach nur, weil im Sommer 2 Monate heiß ist, keine Schule mehr machen beispielsweise oder die Kindertagesstätten zumachen. Das sind alles Dinge, um die müssen wir uns kümmern. Das ist hier mal aufgezeigt, was eigentlich so typische Dinge sind, das Aufheizen der Dächer, die urbane Hitzeinseln. Und tatsächlich natürlich auch die Frage, wo, wenn Starkregen kommt, fließt das Wasser eigentlich hin? Und das ist immer schön zu sagen, ich liege oben am Berg, aber unten die haben eben auch ein Recht darauf, geschützt zu sein und eine gemeinsame sozusagen Anstrengung zu ernten. Dass das Lösungen gibt, dass es gute, wichtige Lösungen gibt, auch die gibt es seit vielen, vielen Jahren. Das ist egal, ob das die Dachbegrünungen sind oder helle Dächer und Fassaden, die Frage ganz anders mit Regenwasser umzugehen, mehr Kühlung und weniger Versiegelung in die Städte zu bringen, also sowohl in die großen als auch in die kleineren. Auch hochverdichtete Ortskerne von kleineren Kommunen zeigen das genau das gleiche Bild wie Plätze in großen Städten. Und insofern ist es ganz wichtig, in Grünflächen zu denken, in Bäumen zu denken. Und das heißt also auch, die Bausubstanz zu kombinieren mit der Welt da draußen. So, und tatsächlich ist es so, dass Sie hier mal ganz kurz sehen, auch zum Nachlesen. Das ist vielen von Ihnen bekannt, dass es Möglichkeiten gibt, gerade auch an Gebäuden. Sie sehen hier die Verschattungen. Sie sehen die Verschattungen auf Gebäuden mit PV-Anlagen. Sie sehen multifunktionale Flächennutzung für die Starkregenvorsorge etc. pp. Da gehe ich relativ kurz durch. Und natürlich das Ganze zum Zusammenwirken zu bringen, also nicht einzeln denken. Und das gelte genauso für Klimaschutzmaßnahmen. Das gilt für Nachhaltigkeitsfragen. Das gilt für soziale Fragen und ökologische gemeinhin. Denn tatsächlich muss das, wenn man schon investiert in Gebäude, alles möglichst balanciert passieren. So. Sie haben gesagt, Klimaresilienz, das ist uns auch ein Thema. Die Klimaanpassung ist nicht gleich Klimaresilienz, insbesondere weil sie die Klimaresilienz mit sich bringt, auf etwas reagieren zu können und das nicht das Gebäude alleine, sondern natürlich im Zusammenspiel mit seinen Nutzerinnen und Nutzern, mit den Bewohnern, Eigentümern etc., das im Zusammenspiel wiederum mit dem ganzen System, Siedlungsgebiet oder Gewerbegebiet, wie wir sagen, und das gleiche gelte, wie ich schon gesagt habe, eine Maßstabsebene höher in Flusseinzugsgebieten, wenn man es so weit treiben will. Hier ist es extrem wichtig, die systemischen Zusammenhänge zu sehen und entsprechende Entscheidungen zu treffen, nicht einzelne Kommunen, nicht einzelne Grundstückseigentümer, nicht einzelne Gebäude oder Bauentwickler, Projektentwickler. Hier muss man wirklich viel, viel mehr zusammenwirken, damit solche Fähigkeiten eines bebauten Gebiets eigentlich zum Tragen kommen. Sonst kann man sich gleich eine Ritterburg bauen und selbst die ist nicht sicher, wie wir alle wissen aus der Geschichte. Dass Sie hier zu brauchen, da will ich nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber das beschäftigt uns am DIFU schon länger, wie viele andere auch in Deutschland. Es hat eben nicht damit zu tun, höhere Deiche zu bauen, wie mal ein berühmter Ministerpräsident aus dem südöstlichen Deutschland mal gesagt hat, sondern hier ist es ganz wichtig, auch Veränderungsfähigkeit an den Tag zu legen. Wir müssen anders mit den Problemen umgehen, nicht die Lösungen von gestern, sondern die Lösungen, die nötig sind, um auf die Zukunft zu antworten. Ich glaube, das hat Herr Tennehaken sehr deutlich dargestellt. Ne, dazu gehört, sowohl kleine Schritte zu machen, jedes Mal, wenn wir können, Gelegenheiten bestehen, müssen wir darauf
eingehen? Müssen wir Klimaanpassung machen? Müssen wir Klimaschutz betreiben und das Geld für die richtigen Sachen ausgeben und nicht für Einmalhilfen und etc. pp.? Das dazu gehört auch, sich zu verändern, also Transformation zu machen, also die Dinge grundsätzlich mal anders zu machen. Das ist natürlich in Ländern wie beispielsweise in den Niederlanden ein bisschen einfacher, wenn man in Fläche denkt. Dort haben sie sich zum Beispiel entschlossen, entlang des Rheins und des Waals tatsächlich nicht mehr einzelne Bauernhöfe durch Hochwasserschutz zu schützen, zu verteidigen, sondern sie ziehen die Deiche zurück, sie geben Platz für das Wasser und ersetzen notfalls den gesamten Schaden diesen Landwirten, die sozusagen in Zukunft schutzlos ausgeliefert sind. Sie sind aber nicht ungeschützt, sondern die Gesellschaft schützt sie und ihre Existenz. Und diese Wechsel der Perspektive, das nennen wir Transformation. Und das ist das, was wir auch in der wassersensiblen Stadtentwicklung, in der integrierten Hitzeaktionsplanung etc. brauchen und gemeinsam machen wollen. Da haben wir viele, viele Unterstützer auch in den Kommunen und auch in großen anderen Institutionen, die sich mit Bauen beschäftigen. Da müssen wir hin und viele, viele mehr darüber überzeugen. Und dass das natürlich nicht nur mit Bauen im Sinne von physischen zu tun hat und nur mit Geld, ist, glaube ich, auch klar. Das hat mit Menschen zu tun, das hat mit anderen Themen zu tun und insbesondere hat das damit zu tun, dass es auch Prozesse dazwischen gibt, dass es eine andere Kultur vielleicht braucht, dass wir nicht einfach Planungsverfahren wie bisher machen, sondern dass wir einfach versuchen, die Dinge im Rahmen unserer verfassten Gemeinschaft, ja, das heißt kommunale Selbstverwaltung, das heißt Planungs- und Bauverfahren, das wird nicht alles über den Kopf, über den Tisch gekippt, sondern wir müssen hier schaffen, die Schnittstellen dazwischen besser zu verzahnen, die Menschen zu verzahnen, von vornherein zu überlegen, wo wollen wir hin. Und dann gibt es auch eine Menge interessanter Lösungen, die in verschiedensten Projekten schon dargestellt wurden. So, jetzt gehen wir weiter einmal kurz zum ZKA. Das Zentrum Klimaanpassung berät, wie gesagt, Kommunen. Ich kann sie da als kommunale Teilnehmer, aber auch als Institutionen, vielleicht Architekten, Ingenieure, nur einladen. Melden Sie sich, kommen Sie bei uns auf die Website. Wir machen verschiedenste Sachen, aber eben als Kommune sehen wir, die Kommunen sehen wir als Dreh- und Angelpunkte in Richtung Bauherrenberatung, in Richtung Vorbild, in Richtung eigentlich dessen, was das Gemeinwesen ausmacht, als Primus inter pares, wenn man so will, der Stadtgesellschaft, der Dorfgesellschaft gerne natürlich auch. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, diesen Aspekt mitzutransportieren, weil es auch ein sehr, sehr motivierender Faktor ist und sein kann. Das machen wir gemeinsam beim Zentrum Klimaanpassung, gemeinsam mit dem Umweltbundesamt, mit Wohlfahrtsverbänden gemeinsam. Wir arbeiten zusammen mit Verbänden wie dem Bundesverband Gebäudegrün, mit den Garten- und Landschaftsbauern. Sie sehen, wir beraten, wir geben keine Unternehmenslisten raus beispielsweise, sondern wir verweisen an diese Fachleute, um einfach zu sagen, auch dort ist viel, viel Wissen vorhanden und Erfahrung, was sofort genutzt werden kann. Wir wissen, dass wir nicht einfach so helfen können, wenn man mal auf das Doing guckt. Die Kommunen werden, da fallen nicht einfach Leute vom Himmel, die plötzlich Ausschreibungen erledigen können. Auch dort ist das schwierig, keine Frage. Aber jede Ausschreibung, die rausgeht, müsste enthalten bestimmte Elemente, die sowohl verpflichtend sind im Sinne des Klimaschutzes und ähnlicher Dinge, Energieeinsparung, aber auch eben der Nachhaltigkeit und der Klimaanpassung. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den man quasi ad hoc einführen kann. Und insofern freue ich mich sehr, hier auch auf Sie getroffen zu sein, die von der anderen Seite genauso das Thema bearbeiten, nämlich wo kann man möglichst schnell dieses Wissen herbekommen, um Ausschreibungstexte zu haben etc. pp. Hier vermitteln wir als Zentrum Klimaanpassung, wir geben Orientierung und es geht keiner eigentlich bei uns weg, ohne geholfen zu sein, wenn man so neudeutsch sagt. Wen erreichen wir, beraten wir? Nicht nur kommunales Fachpersonal, sondern auch lokale Politik. Die sozialen Einrichtungen, hatte ich Ihnen gesagt,
Tatsächlich Verbände, Multiplikatoren. Natürlich gucken wir auch sehr eng als selber, als Wissenschaftlicher, als Forschende, als beratende Einrichtungen, die das Zentrum Klimaanpassung tragen, sind wir natürlich auch eng im Kontakt mit Dienstleistungsunternehmen, mit produzierenden Unternehmen, die etwas anbieten, wie schnell schließende Fenster oder eben, wie gesagt, Dachpfannen, die sich nicht so aufheizen wie die herkömmlichen schwarzen oder roten. Ja, und die Wissenschaft natürlich sowieso. Dass wir in den Ländern auch Kompetenzzentren für Klimaanpassung haben, das ist zu Beginn kurz angeklungen. Ja, genauso wie es Energieagenturen in den Ländern gibt, gibt es in 13 von 16 Bundesländern auch ähnliche Kompetenzzentren für Klimaanpassung. Manchmal auch mit einer Kommunal- oder Privatberatung. Manchmal ist es im Wesentlichen Klimainformationen, Klimadaten, die auch aufbereitet werden, damit Kommunen sie sofort nutzen können oder eben auch Architekten, Ingenieure etc. pp. Da hat sich viel, viel getan in den letzten Jahren. Deswegen ist diese Zusammenarbeit genauso wichtig wie mit dem Deutschen Wetterdienst und dem Umweltbundesamt. Die Wohlfahrtsverbände, die 5, 6, 7 großen, sitzen mit uns regelmäßig zusammen, um dort auch sehr konkret eigentlich in ihre Verantwortungsbereiche dieses Thema reinzubringen. Und insofern ist das, was Sie hier heute veranstalten und beraten, auch sicherlich etwas für die in Zukunft, um einfach ihre Investitionen richtig zu kanalisieren. Die KlimaanpassungsmanagerInnen ist eine relativ neue Bezeichnung von Funktionen in Kommunen. Ist eine Förderprogramm des Bundesumweltministeriums, quasi das Äquivalent zum KlimaschutzmanagerIn. Hier die Förderung ist losgegangen und tatsächlich sind die ersten 30, 40 bereits rausgekommen, was nicht heißt, dass es nicht schon seit vielen Jahren in ähnlicher Weise Menschen gibt, die eigentlich einen ähnlichen Job in Kommunen machen, auch in Unternehmen, auch in anderen Institutionen. Die bringen wir auch durchaus zusammen, Erfahrene mit weniger Erfahrenen, weil das ist wichtig, sehr, sehr schnell wirksam zu werden. Und ich darf noch ergänzen, die Verbraucherzentralen deswegen, weil wir dezidiert nicht Bürgerinnen und Bürger, einzelne Bürgerinnen und Bürger beraten, sondern wir vermitteln diese Anfragen dann an die Verbraucherzentralen, die zum Teil sogar sehr, sehr tolle, beeindruckende eigene Beratungsinstrumente für Bürgerinnen und Bürger haben, egal ob es sich um Regenwasserbewirtschaftung handelt oder Starkregenvorsorge oder Hitzevorsorge oder ähnlicher Dinge, die da Energieberatung und Ähnliches, was schon länger gibt, sehr, sehr gut ergänzen mittlerweile. Was machen wir? Beratung zur Umsetzung, die ersten Schritte. Man kann bei uns anrufen als Kommunen und sagen, wir möchten anfangen, wir wissen aber nicht genau wie. Wir machen Förderberatungen. Wir würden mal sagen, 95-98% aller Förderprogramme für Kommunen und soziale Einrichtungen finden Sie bei uns. Sie kriegen Orientierung, wenn Sie sich bei uns an der Hotline melden. Wir bilden dort insbesondere die Klimaanpassungsmanager, damit Sie nicht erst lernen müssen, wie Kommune geht, sondern sofort eigentlich einsteigen können. Und wir vernetzen Akteure sowohl auf Bundesebene, aber auch vertikal in jeder Hinsicht zwischen den verschiedenen Szenen und bringen Menschen in Austausch, weil das ist das, was extrem wichtig ist, dass Menschen voneinander lernen. Wie hat das funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Wie kann ich das tun, damit der Lernprozess möglichst kurz ist? Ja, wir haben dazu, wie ich gesagt, Beratungshotline. Wir haben jeden Mittwoch eine Online-Sprechstunde, die heißt heute ZKA Spotlight. Schalten Sie sich rein, ist kostenfrei. Jeden Mittwoch ein anderes Thema. Immer 60, 70, manchmal sogar 100 Teilnehmende. Auch die Gelegenheit, miteinander zu diskutieren, etc. pp. Und wir kommen auch das nehmen Sie gerne wahr, wir kommen auch in Kommunen, sowohl virtuell als auch in Präsenz, wenn dort Bedarf steht, dass verschiedene Ämter, Fachbereiche zusammensitzen und sagen, wir wollen mal gemeinsam etwas vorankommen, helfen Sie uns gerne mal, wie das gehen könnte. Ja. Diese Fortbildung, da sei vielleicht noch gesagt, jetzt Ende September in Würzburg, Anfang November in Hannover. In Würzburg sind noch Plätze frei, melden Sie sich gerne, insbesondere wenn Sie jüngere Kolleginnen und Kollegen haben, die da in das Thema Klimaanpassungsmanager reinwachsen sollen und wollen, dann
ist das vielleicht eine gute Gelegenheit. So, alle Informationen finden Sie logischerweise auf der Homepage drehungangel.de. Melden Sie sich gerne an zum Newsletter. Der Newsletter hat runde 1400 Abonnierte mittlerweile. Den geben wir monatlich heraus in guter Abstimmung mit dem Newsletter vom Umweltbundesamt, dem Kompass-Newsletter, ist vielleicht vielen von Ihnen bekannt. Und das ergänzt sich noch alles peu à peu. Jetzt, wir sind ja erst ein Jahr unterwegs mit Podcasts und Erklärvideos und vielen anderen schönen Dingen, die wir auch dann gerne zur Verfügung stellen, um einfach vor Ort die Entwicklung und das Fortkommen zu erleichtern. Ja, Werbeblock dennoch für das ZKA noch weiter. Die Woche der Klimaanpassung. Wir veranstalten die als ZKA gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium. Hier ist die Gelegenheit eigentlich in dieser Woche Ihre Veranstaltung, die Sie im Bereich Klimaanpassung, Klimavorsorge machen, tatsächlich auch öffentlich darzustellen. Dazu stellen wir eine elektronische Plattform zur Verfügung. Da kann man sich anmelden bei uns. Das sind meistens sowieso Veranstaltungen. Da geht es darum, nichts Neues erfinden, sondern einfach sagen, wir sind aktiv und da helfen wir mit. Das ist etwas, was wir glauben, wichtig ist, um anderen Mut zu machen, loszulegen. Melden Sie sich gerne. Und tatsächlich ist es so, da hören Sie gleich noch etwas zu. Das ist die Woche, an dem am Freitag der Blaue Kompass verliehen wird, was wir auch eine total spannende Veranstaltung und auch Preis finden. Nicht nur, weil er jetzt auch Kommunen zugutekommt, weil es einfach wichtig ist, auch dort darauf hinzuweisen, was es an tollen Beispielen gibt. So, ein paar im Schnelldurchgang Gedanken von unserer Seite, was uns schon länger auch als Deutsches Institut für Urbanistik umtreibt, was das klimagerechte Bauen angeht und insofern auch das Sanieren. Wir haben natürlich mal rumgeguckt und das ist, wir lehnen gerne das an, was andere auch schon machen. Das muss man so sehen, weil es immer um dieses Integrierte geht. Und insofern ist ein gutes Beispiel, genau wie diverse andere, natürlich die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, weil es hier einfach integriert Themen, die von Klimaschutz über Nachhaltigkeit, über Ressourcenschutz bis zur Klimaanpassung und bessere Mobilität eigentlich zur Verfügung stellen an Kriterienkatalogen, an denen man sich orientieren kann. Das gibt es für Gewerbegebiete, viele von Ihnen wissen, das gibt es auch für einzelne Gebäudetypen. Und man kann mit ihnen arbeiten oder eben auch einfach gucken, was ist da wichtig und was muss ich für meine Ausschreibung vielleicht auch aufnehmen. Das ist so ein Ausgangspunkt, der immer wichtig ist zu wissen, weil wir machen auch Klimaanpassung nicht alleine auf der Welt und auch wollen das auch nicht, sondern es muss sich einfügen. Wenn ein Stein in die Hand genommen wird oder eine Kelle speist sozusagen, dann muss Klimaanpassung mitgedacht werden. Und das bedeutet beispielsweise eine andere Art der Konstruktion. Gebäude müssen einfach ein bisschen weg vom Boden beispielsweise in Zukunft und dann mit einer Anrampung versehen werden, statt diese Ebenerdigkeit, wo das Wasser sofort reinläuft. Garageneinfahrten, Tiefgaragen, Kellereingänge müssen einfach anders konstruiert werden, damit nicht bei jedem Regen das Wasser da reinläuft. Und natürlich Stichwort Ahrtal, es gehören einfach keine Heizungen mehr in den Keller in überflutungsgefährdeten Gebieten. Und das sind mehr, als Sie sich vorstellen können. Dazu gibt es Starkregengefahrenkarten. Da muss man einfach drauf kommen. Da gehört auch eine Bauherrenberatung seitens der Kommunen dazu. Da müssen die Architektinnen und Architekten müssen damit, die beratenden Ingenieure. Das ist das, wo wir zukünftig anders mit umgehen müssen. Und das Gleiche gilt natürlich, wie Sie es hier sehen, für Dachbegrünung, für andere Nutzung von diesen Flächen, für das Nutzen auch für die Energieerzeugung. Ja, das heißt, das eine ist die Wirkung, es heizt sich nicht auf das Gebäude, es strahlt nicht ab idealerweise. Das andere ist, man kann diese Fläche einfach auch nutzen für Erholung. Das dritte ist, sie hilft mit. Und das tun PV-Module logischerweise auch. Sie verschatten und erzeugen Strom und sie nehmen Hitze weg. Ja, das sind also lauter Win-Win-Dinge, die Sie einfach mit in die Erwägung ziehen sollten in Zukunft. Und wie gesagt, das sind Bilder von Kolleginnen und Kollegen vom Wissenschaftsladen Bonn, die einfach so schöne Bilder und Beispiele haben, dass wir sie auch
mitnutzen. Sie sehen hier, Verschattung kann man in verschiedener Hinsicht machen. Tatsächlich brauchen Gebäude in Zukunft auch Dachüberstand, Gebäudebegrünung, wenn möglich, ansonsten anders, hellere Farben, anderes Material. Und dieses Material natürlich auch möglichst nicht immer nur Beton, was die schlechtesten Ressourcenverschwendungswerte hat sozusagen. Ja. Das heißt, Sie sehen außenliegende Verschattungselemente wie in Südeuropa, Arkadensysteme etc. pp. All das sind wirklich viele oder solche zurückliegenden Balkone. Das sind super wichtige Sachen für den sommerlichen Wärmeschutz oder Hitzeschutz. So. Wir haben auch natürlich das Thema Starkregenvorsorge. Solche Regolensysteme, Muldenregolensysteme sind extrem wichtig. Die Regenwassernutzung nicht mehr einfach ableiten, sondern Berlin macht es vor. Regenwasser hat bei Neubauten, Neuentwicklungen auf dem Grundstück zu verbleiben, genutzt zu werden, als generelle Vorgabe. Und hier sehen Sie, dass es auch nötig ist, um für Zeiten der Trockenheit, aber auch einfach um lokale Wasserkreisläufe intakt zu halten. Das ist wichtig. Hier nochmal das helle Dach dazu und natürlich die Möglichkeit, alles Mögliche gestalterisch zu machen. Dort gibt es eine Menge Vorschläge, Erfahrungen, technische Lösungen, die man dann umsetzen muss, wenn es an der richtigen Zeit ist. Und das sind meistens dann natürlich gerade Neubauten, aber auch der Bestand hält eine Menge Potenziale da. Das haben wir alles mal auch vor Jahren schon in einen Praxisratgeber zusammengefasst. Hier, dieser Praxisratgeber enthält beides, sowohl Klimaschutz, energieeffizientes Bauen als auch klimaanpassungsbezogene Hinweise, was getan werden sollte an einem Gebäude. So eine Broschüre steht zur Verfügung, auch als White-Label-Produkt, das heißt also, steht zur Verfügung, um mit eigenen Kontaktdaten die Bauherrenberatung, die Kommunale zu unterstützen. Das Gleiche gilt für Genossenschaften, Baugenossenschaften etc. pp. Bei uns auf der Homepage. Das ist einfach, Sie sehen, das ist auch das vor 5 Jahren bereits fertig geworden. Das Wissen ist da, die Umsetzung zählt. Und jetzt noch ein Plädoyer, bauen geht nicht ohne Flächenverbrauch, aber es muss in Zukunft gehen mit deutlich weniger Flächenverbrauch. Das heißt, wenn diese 400.000 Wohnungen, die nötig sind, trotz demografischem Wandel, wir schrumpfen innerhalb der nächsten 20, 25 Jahre um 16 Millionen Menschen, wenn nichts passiert im Sinne der Zuwanderung. Jetzt ist Wohnungsnot angeblich. Wir müssen Wohnraum schaffen. Das ist aber nicht der Fall, dass es die Lösung ist, auf der bunten grünen Wiese einfach weiterzubauen. Das muss anders gehen und das lässt sich auch machen, indem man ein paar Dinge sowohl im gewerblichen als auch im Wohnungsbaubereich eigentlich berücksichtigt. Ja. Und hier habe ich mal von Kolleginnen und Kollegen ein bisschen mitgebracht. Man muss wieder etwas anders denken, nicht in der Fläche denken, sondern in der Höhe denken, dreidimensional denken. Man muss überlegen, brauche ich etwas da eigentlich noch? Kann ich es nicht anders nutzen? Etc. pp. Was machen wir, wenn wir eigentlich, was können wir am Standort noch viel besser machen? Weil da haben wir Bestandsschutz, da können wir erweitern, da können wir vielleicht andere Nutzungen, Flächennutzungen auch möglich machen. Ja, das heißt, hier auch Beiträge, wenn mal ansteht, eine Halle, ein Bürogebäude zu renovieren. Das Gleiche gilt für Wohnbebauung. Und Sie sehen, es muss vertikal gedacht werden. Es darf nicht mehr flächig gebaut werden. Kosten ist alles richtig, aber wir müssen vertikal, wenn es möglich ist. Es gibt auch keinen Grund, dass es einstöckige Supermärkte gibt in Zukunft. Es gibt eigentlich keine Begründung, dass es einfach Parkplätze rund um diese riesigen Supermärkte gibt, sondern diese Parkplätze müssen im Wohnungsbau wie auch im gewerblichen unter die Gebäude in Zukunft, um dort einfach genügend Fläche auf dem Grundstück für Grün, für Versickerung etc. zu halten und einfach auch flächensparender bauen zu können. Nachhaltiges Bauen, vollkommen klar, da kommen wir bestimmt gleich auch noch ein bisschen zu. Da gibt es eine Menge toller Beratungseinrichtungen, natürlich wie das IKZB, aber auch natürlich weitere, die auch in Richtung Materialien noch mehr tun. Hier lässt sich auf die Dauer Lebenszyklusbetrachtung deutlich mehr sparen als diese Einmalersparnis in den Investments. Und das muss möglich sein, egal ob es sozialer Wohnungsbau ist oder privater Wohnungsbau. Das ist möglich, weil es sich nur so auszahlt. Und natürlich Nachnutzung, Nebennutzung. Sie sehen hier, das ist so eine ganz interessante Sache gewesen, dass wir Produktion in der
Stadt emotionsarme Produktion so in einem Bestandsgebäude so angeordnet wird, dass es nach Gewicht sozusagen geordnet ist, was die Leistungsfähigkeit des Gebäudes angeht, nicht? Und diese Art des Denkens, das nimmt Einzug auch bei Gewerbe und Industrie zum Glück. Und hier, glaube ich, müssen wir deutlich mehr schaffen als Kommune auf Brachflächen, aber auch wieder bei der Revitalisierung von Flächen und Gebäuden. Ja. Und das sind dann so die Beispiele, die dann auch die Zwischennutzung angeht. Es muss nichts leer stehen. In großen Städten gibt es das schon viel. Das muss viel, viel mehr genutzt werden. Hier müssen Wirtschaftsförderungen, Gewerbevereine, Industrieverbände etc. pp. Viel mehr, glauben wir, zusammenarbeiten und nicht immer nur in Neudenken, sondern in Wiedernutzung. Das ist insbesondere dann auch attraktiv, was die Quadratmeterpreise angeht etc. pp. Auch für kleinere, für neue Firmen. So, und ein letzter Punkt. Nutzen wir nicht nur für Lärmschutzwände und für Flächen, Photovoltaikanlagen beispielsweise oder Windkraftanlagen, die Flächen entlang von Linieninfrastruktur wie Autobahnen oder Zugstrecken beispielsweise. Man kann dort bauen, die Niederländer machen uns das sehr gut vor, man kann dort bauen mit dem Rücken zu diesen Anlagen, statt einer 6 Meter hohen Lärmschutzwand, die sowieso hässlich ist und die keiner sehen möchte, bauen wir dort zukünftig Gebäude, solche Riegel, Lärmschutzriegel davor, die auf der einen Seite den Lärmschutz leisten, auf der anderen Seite sehr, sehr attraktive Wohn- oder Gewerbemöglichkeiten sind. Und entsprechend gibt es da auch Flächen, die dann mobilisiert werden können, ohne dass Freiflächen, weitere Freiflächen dann einfach aus der sozusagen Natur entrissen werden müssen. Ja. Wie man das machen kann als Kommune, wie man da auch Vorbild sein kann, Leitplanken setzen kann, das haben Kolleginnen und Kollegen in so einem Leitfaden mal zusammengestellt. Das geht mit städtebaulichen Verträgen, mit Satzungen, mit verschiedenen anderen Instrumenten. Es geht nicht mit Bitte, Bitte sagen. Das ist vollkommen klar. Hier ist es ganz wichtig, mit den Menschen zu reden, aber gleichzeitig auch Vorgaben zu machen, wie möchten wir das bei uns und was ist uns wichtig, was ist notwendig. So, dass das bei den Gebäuden ganz nebenbei ein kleiner Denkanstoß für die weitere Diskussion, dass Gebäude und die Außenwelt, die umgebende Welt synergetisch arbeiten müssen, sowohl im Klimaschutz als auch in der Klimaanpassung, bringt mit sich, dass auch die Unterhaltung dieser Gebäude und der Außenflächen, der umgebenden Flächen gegebenenfalls viel mehr gemeinsam gedacht und organisiert werden muss. Und da verfolgen wir im Augenblick beispielsweise die Idee, ob nicht stadträumliche Situationen, also ein Viertel mit einem Platz, umgebende Straßen und die Gebäude drumherum nicht eher wie so ein Center-Management zu managen sind in Zukunft, wo eine Stelle zuständig ist, sowohl für die Pflege des Grüns, für die Gebäudeunterhaltung, für die Straßenunterhaltung oder das, was wir Stadtmöblierung manchmal nennen, alles dann nicht 13 verschiedene Autos kommen müssen, um zu pflegen, sondern es gibt einen gemeinsamen Vertrag der Anlieger und der Kommune und dann könnte das deutlich günstiger sein und insbesondere deutlich synergetischer. So, wie das aussehen kann in Zukunft, haben wir in vielen Projekten auch visualisieren lassen. Das ist sozusagen die Visualisierung von Wünschen von Anwohnern und Anwohnern, auch kommunalen Vertreterinnen und Vertretern, hier Köln-Deutz. Sie sehen, so könnte das klimafitte Deutz aussehen in Zukunft. Das gilt für viele, viele andere Stadtteile. So sollte es auch sein, sowohl was die Gebäude angeht, als auch die Verschattung durch Bäume oder durch Sonnensegel, weil die helfen natürlich umgekehrt nicht nur auf der Straße, sondern auch bei den Gebäuden mit der Kühlung deutlich besser zurechtzukommen. Das ist das anregende Bild zum Abschluss. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit erstmal und gerne stehe ich für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, Herr Hasse. Das war, muss ich sagen, sehr umfangreicher und glaube ich auch alle Belange sehr gut abdeckender Vortrag zu diesem Thema. Was mich vielleicht noch mal interessieren würde, ist die vielen Vorschläge und Ideen, die Sie auch für Hauseigentümer, für Investoren haben. Was kann ich tun, um mein Haus in Sachen Klimafolgenanpassung fit zu machen? Gibt es dafür sowas wie ein Beratungsmodul, Beratungstool, was Energieberater oder Klimafolgenanpassungsberater auch mitnehmen können, wenn sie zu Endkunden gehen? Also es gibt mittlerweile diverse Leitfäden zur
klimaangepassten Stadtentwicklung oder eben das Ganze auf der Gebäudeseite, wo es viele Checklisten gibt, Maßnahmen, Kataloge erstmal im Allgemeinen, die muss man dann verorten. Und die sind in jedem Fall schon mal sehr gut nutzbar als Grundlage dafür. Es gibt sicherlich auch Ausbildung mehr und mehr. Auch ja, der Verband Beratender Ingenieure klopft an und sagt natürlich, unsere oder die Architektenkammern müssen dort auch Weiterbildungen für machen, damit sozusagen nicht eine extra Berufskaste entsteht von Beratern, sondern dass diejenigen, die immer gefragt werden, auch gleich das Richtige beraten. Ne? Ich denke, das ist auch ein guter Weg, den zu wählen. Herr Hasse, herzlichen Dank. Sie haben ja immer wieder angesprochen, Kommunen müssen mehr tun und wir wollen an der Stelle mal den Blick werfen darauf, was an anderer Stelle in Deutschland schon geschieht. Deswegen begrüße ich jetzt in Berlin CO2 Online Nadine Gettel. Hallo Frau Gettel. Hallo, schön heute hier zu sein. Ja, wir haben jetzt eben eine ganze Menge gehört, was alles möglich ist. Ich glaube, wir können gleich ins Thema richtig einsteigen. Wie ist sowas umgesetzt worden? Sie beschäftigen sich ja mit diesen Themen und woran man sich eben orientieren kann als Sanierungsakteur oder als Kommune, das steht ja so ein bisschen im Fokus an der Stelle. Und genau, Sie haben sich den Titel gesetzt, der ist so einfach, so geht's. Bitteschön. Dankeschön. Genau, ich stelle mich noch mal kurz vor. Ich bin Nadine Gettel, Projektmanagerin bei CO2 Online. Wir sind eine gemeinnützige Beratungsgesellschaft, die sich in allererster Linie an HauseigentümerInnen richtet, die im Sinne des Klimaschutzes Maßnahmen umsetzen wollen. Wir machen das vornehmlich über Artikel und Beratungstools. Wir gehen auch mit den Leuten in den Austausch und wissen, was die Leute alles so bewegt. Wir kennen den Gebäudestand in Deutschland gut. Den kennen wir natürlich nicht nur alleine. Deshalb arbeiten wir mit vielen EnergieberaterInnen, HandwerkerInnen, den Verbraucherzentralen und anderen Fachleuten zusammen, vernetzen uns und verstehen uns als erste Impulsberatung für HauseigentümerInnen und leiten dann weiter zur Beratung vor Ort, die natürlich unersetzbar ist. So dürfen wir bei unserer Arbeit viele spannende Kampagnen und Projekte umsetzen. Vielen Dank nochmal, dass ich heute hier sein darf. Ich trage heute nicht alleine vor, der Slot ist in drei Teile geteilt. Ich werde zunächst etwas über unser Projekt von CO2 Online zum klimaresilienten Sanieren erzählen. Dann gehen wir über zum Bundespreis Blauer Kompass, einem Wettbewerb für Projekte der Klimaanpassung, bei dem wir von CO2 Online die Organisation übernehmen dürfen. Und für den dritten Teil habe ich zwei VertreterInnen aus Kommunen eingeladen, die sich für den Wettbewerb beworben haben und uns heute vorstellen wollen, was sie für klimaresiliente Maßnahmen in ihren Kommunen umgesetzt haben. Ich darf dann später an Herrn van der Poel von der Gemeinde Stockelsdorf und an Frau Martin Stadler von der Kommune Eichach-Friedberg übergeben. Wir freuen uns dann natürlich auch über Fragen nach unseren Beiträgen. CO2 Online macht gemeinsam mit dem Umweltbundesamt ein Projekt, wo wir klimaresilientes Sanieren vorstellen wollen. Das Projekt heißt Potenziale der klimaneutralen und klimaresilienten Sanierung von Eigenheimen. Und das Ziel ist es, HauseigentümerInnen zu motivieren, ihr Eigenheim für die Zukunft fit und klimaresilient zu machen. Innerhalb dieses Projektes versuchen wir erstmal, das ganze Wissen rund um das Thema klimaresiliente Sanierung zu sammeln, es aufzubereiten und dann nach außen zu kommunizieren. Im Zentrum davon, wie man das hier auf dem Bild sieht, steht unser interaktives Themenportal, was auf co2online.de eingerichtet wurde. Das Projekt läuft seit 2021 und geht noch bis März 2023 und wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, kurz BMUV, und dem Umweltbundesamt, kurz UBA, über die Verbändeförderung finanziert. Wir setzen das Projekt nicht alleine um. Wir haben viele Expertinnen aus Wissenschaft, Beratung und Kommunen im Fachbeirat. Das reicht vom Umweltbundesamt, die auch inhaltlich mitarbeiten, über die Verbraucherzentralen wie CBAU, aber auch die beratenden Akteure wie den Bauherrenschutzbund, die Energieberaterverbände sind dabei, das Magazin TGA Fachplaner ist dabei, auf kommunaler Ebene Akteure wie der Landkreis Harburg, die uns erzählen, was sie vor Ort umsetzen, und das DIFU, die ja heute auch schon Vorredner waren. Klimaresilientes Sanieren ist kommunikativ ein spannendes Thema
wenn man über klimaresilientes Sanieren spricht und sich die Zielgruppe anguckt, nämlich ältere HauseigentümerInnen, dann fällt auf, dass das Thema energetische Sanierung und Motive wie Klimaschutz, Energieautarkie nicht ganz so groß ins Gewicht fallen wie bei jüngeren Zielgruppen, sondern ältere HausbesitzerInnen eher dazu zu motivieren sind, klimaresilient zu sanieren, weil eine Komfortsteigerung damit einhergeht und weil das Haus sicher wird und der Immobilienwert bestehen bleibt. Deshalb dreht sich die Kommunikation um Komfortsteigerung, das Haus für den Lebensabend gemütlich und schön gestalten, aber auch Gesundheitsschutz. Seit den 1950er Jahren haben sich die Hitzetage verdreifacht. Ein gedämmtes, kühles Haus ist nicht nur komfortabel, es kann im Alter auch vor dem Hitzeschlag bewahren. Und auch Katastrophenschutz sowie Schutz der Immobilie, denn der Klimawandel wird sichtbarer. Das sehen wir an der Katastrophe im Ahrtal, den Hitzesommern und der zunehmenden Wasserknappheit. So ist die Bedrohung des Eigenheims durch Starkregen oder gar Flutkatastrophen eine steigende Gefahr. Und der Drehpunkt ist, dass der Klimawandel voranschreitet und die Folgen, nämlich Wetterextreme, Hitze, Trockenheit und Hochwasser, dazu führen, dass auch die Gesundheit, die Immobilie und Wasserressourcen immer kritischer in Gefahr gebracht werden und geschützt werden müssen. Es gibt eine Vielzahl an Maßnahmen, die unter die klimaresiliente Sanierung fallen. Das sind drei Bereiche, in die wir das geclustert haben, nämlich was man in Innenräumen machen kann, alles, was teilweise auch MieterInnen vornehmen können, Fenster austauschen, über Smart-Home-Lösungen, alles, was man im Innenraum machen kann, um zum Beispiel sich gegen Hitze zu schützen. Natürlich geht es bei der klimaresilienten Sanierung vor allem um die Gebäudehülle. Dachbegrünung, Fassadenbegrünung sind Themen, die gut funktionieren. Dann das Thema Dämmung und Hochwasserschutz, also Abdichtung von Kellern, Rückstauverschlüsse. Und rund ums Haus kann man auch einiges machen in Sachen klimaresiliente Sanierung. Flächen entsiegeln, Drainagen, dass man Bäume aufstellt, die das Grundstück und das Gebäude schützen und verschatten können. Also unterschiedliche Themenbereiche, nicht nur geringe investive Maßnahmen, auch solche, bei denen man bei der Sanierung auch Geld in die Hand nimmt. Und das haben wir alles in unserem Themenportal versucht zusammenzusammeln, um so die HauseigentümerInnen da so ein bisschen aufzuklären. Die Kommunikation nach außen kann man irgendwo zwischen Katastrophenschutz, Stichwort Hochwassersysteme und eher so soften Themen wie Artenvielfalt sehen, Unterstützung der Biodiversität durch Fassadenbegrünung, durch die es vermehrt Bienen gibt. Man kann das Thema auch in unterschiedlichen Bereichen finden und es wird auch unterschiedlich medial aufgegriffen. Wir haben auf jeden Fall schon gestartet mit der Kommunikation. Wir haben das im Sommer so ein bisschen mit dem Hinblick auf Hitzeschutz nach außen getragen und so ein bisschen gezeigt, wie man das umsetzen kann. Wir werden in den nächsten Monaten auch noch weiter in die Pressearbeit gehen. Das Thema wird uns weiterhin begleiten und auf unterschiedlichen Ebenen an die EigentümerInnen herangetragen. Und es wäre super, wenn Sie als TeilnehmerInnen heute uns unterstützen würden, das Wissen zur klimaresilienten Sanierung, was wir gesammelt haben, auch weiter verbreiten zu können und die Relevanz des Themas bei HauseigentümerInnen zu platzieren, sei es in der Beratung oder der kommunalen Planung. Dazu ist das Themenportal co2online.de/klimaresilienz da. Dort findet man viele Artikel. Dort können die Kundinnen sich informieren. Da wird nichts verkauft, sondern es wird erstmal nur aufgeklärt und ist dann natürlich verzahnt mit Informationen zur energetischen Sanierung. Weitere Angebote haben wir bei CO2 Online natürlich auch. Wir haben die Energiesparchecks, die Sie auf Ihrer Webseite einsetzen können und unterschiedliche Kampagnen. Beispielsweise haben wir auch Produktlisten über effiziente Geräte auf topeffizient.de. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Teil meines Vortrags, nämlich der Praxis von Klimaresilienz, nämlich in den Kommunen. Und damit auch zum Bundespreis Blauer Kompass, der ja vorhin auch schon erwähnt wurde, und den Best-Practice-Projekten bzw. Maßnahmen der klimaresilienten Sanierung in Kommunen. Erstmal möchte ich noch ein bisschen was über den Bundespreis selber erzählen, zur Einordnung. Und der Bundespreis Blauer Kompass ist die höchste staatliche Auszeichnung in Deutschland für Projekte zur Vorsorge und Anpassung an die Folgen der Klimakrise.
das BMUV und Uber loben den Preis dieses Jahr zum ersten Mal gemeinsam als Bundespreis aus. Und es können sich dieses Jahr auch zum ersten Mal Kommunen bewerben. Ziel des Wettbewerbs ist eine wirksame Lösung für die oder wirksame Lösung für die Vorsorge und Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu präsentieren. Und da kommt auch die Relevanz für das heutige Thema, dem Klimaresilienten Sanieren und Bauen, ins Spiel. In der Wettbewerbskategorie Kommunen haben sich einige Projekte beworben, die sich dem Thema widmen. Zwei davon werden heute selbst vortragen. Aber erstmal möchte ich beispielhaft Projekte vorstellen und somit einen kleinen Überblick geben, was Kommunen für die klimaresiliente Sanierung umsetzen können. Die vielen Bewerbungen zu dem Thema zeigen auf jeden Fall, dass das Thema klimaresilientes Sanieren und Bauen in den Kommunen an Stellenwert gewinnt. Mein erstes Beispiel kommt aus der Wissensstadt Darmstadt. Darmstadt weist einen hohen Grad an Bebauung und Versiegelung auf. Die negativen Folgen davon sind unter anderem Überwärmung und Verlust der Artenvielfalt. In dem Projekt wird ein kostenfreies, umfangreiches, webbasiertes Gründach- und Entsiegelungskataster zur Verfügung gestellt. GrundstückseigentümerInnen können dort Potenziale zur Entsiegelung, Dachbegrünung sehen, erhalten detailreiche Informationen, objektspezifisch für jedes Gebäude in Darmstadt, und finanziert wird das Projekt durch die Kommune selbst. Das Webtool zeigt unter anderem Vorschläge zu Pflanzlisten, dem grünen Dachaufbau und Energien zu Photovoltaik, wie auf diesem Screenshot des Katasters, der die Gründacheignung einzelner Gebäude anzeigt. Es werden noch viele weitere Themen bespielt, wie Entsiegelung, das Feinstaubbindevermögen und versickerungsfähige Befestigung und so weiter. Das Portal fördert den Ausbau von Grünstrukturen, informiert die Öffentlichkeit und regt zur Eigenvorsorge der BürgerInnen und Gewerbetreibenden an Darmstadt an und macht die Stadt lebenswerter und zukunftsfähiger. Seit Einführung Mitte Januar 2022 verzeichnet es mehrere tausend Aufrufe. Es besteht also eine große Nachfrage und großes Interesse. Ein ähnliches Projekt ist das des Landratsamts Aichach-Friedberg, von dem wir später noch etwas mehr von der kommunalen Vertreterin selbst hören werden. Die Stadt Frankfurt am Main fördert private HauseigentümerInnen sowie Unternehmen mit einem Bonus bei der Verschattung von neuem Grün. Gefördert werden Dach- und Fassadenbegrünung sowie Hofentsiegelung und Bewässerung mit Regenwasser mit bis zu 50% der Kosten. Es werden ebenfalls öffentliche Trinkbrunnen und Verschattungsmaßnahmen gefördert. Ziel des Programms ist es, einen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität durch das Entgegenwirken der Überwärmung zu erreichen. Die Finanzierung geschieht durch die Kommunen selbst und das Projekt läuft seit 2018. Pflanzen am Haus spenden Schatten, filtern die Luft, das Mikroklima verbessert sich erheblich, die Temperatur wird gesenkt, Schall gemindert und das Umfeld optisch aufgewertet. Durch die Speicherung und Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung wird der Trinkwasserverbrauch gemindert, die begrünten Gebäude sind vor Witterungseinflüssen geschützt und ihre Lebensdauer wird somit verlängert. Gleichzeitig verringern sich die Energiekosten für Heizung und Kühlung sowie die Abwassergebühr. Es gab bisher schon über 900 erfolgte Beratungen in den letzten 4 Jahren und 200 umgesetzte Projekte in der Stadt. Die Stadtverwaltung Adernach hat im Zuge der Sanierung eines Bestandsgebäudes Aspekte der Nachhaltigkeit aufgegriffen. Circa 2000 Quadratmeter Dachfläche wurden mit autochthomen, also gebietseigenem und insektenfreundlichem Saatgut zum Gründach umfunktioniert. Projektstart hier war 2018 und die Finanzierung erfolgte durch das Bundesland. Zusätzlich wurde das Gebäude mit einer Klima- und Wetterstation ausgestattet, die einer verifizierbaren sowie langfristigen Erfassung von Daten über die Temperatur, Feinstaub, UV, Feuchtigkeit und so weiter dient. Und die erfassten Daten stehen allen Interessierten jederzeit über eine Karte zur Verfügung. Dadurch wird weitere Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Ziel ist es, die Bevölkerung weiter für diese Thematik zu sensibilisieren und zur Nachahmung zu motivieren. Ein ähnliches Projekt hat die Gemeinde Stockelsdorf umgesetzt, von der wir später auch noch persönlich von einem Vertreter mehr hören werden. Die Gemeinde Alfhausen erfüllt eine regionale Vorbildfunktion. Die Gemeinde möchte Stück für Stück ökologischer werden und versucht sich an einer ökologischen Neubausiedlung.
Investor ist die Kreissparkasse. Besonderheiten hier bei dieser Neubausiedlung sind unter anderem die Anbindung an Fuß- und Radwegnetze sowie an öffentlichen Nahverkehr und E-Ladesäulen, begrünte Dachfläche mit Photovoltaik, unbebaubarer Fledermauskorridor, nur einheimische Gehölze sind auf den Grundstücken erlaubt. Es gibt insektenschonende Beleuchtung, Verbot von Schottergärten und Plastikzäunen. Es wurde auch auf die Durchlüftung des Gebietes durch Berücksichtigung der Hauptwindrichtung sowie geeignete Baulinien geachtet. Es wurden verbindliche KfW-40-Standards eingehalten sowie Nahwärmeanschlüsse eingeführt, Zisternen vorgeschrieben zur Wasserbevorratung und als Puffer bei Starkregenereignissen. Es reagiert somit auf den Erhalt der Artenvielfalt, Hitzevermeidung, Förderung regenerativer Energien. Und es gibt auch ein Mitspracherecht bei der Ausführungsplanung nach ökologischen Gesichtspunkten sowie allgemeine Informationen an die BürgerInnen. Zusammenfassend lassen sich die von den Kommunen durchgeführten Maßnahmen, um Gebäude klimaresilient zu gestalten, folgend: Kataster bieten BürgerInnen einen leichten, verständlichen und dennoch detaillierten Überblick über die Möglichkeiten zur regenerativen Energienutzung, Dachbegrünung oder möglichen Umgestaltungsmaßnahmen, vorgemacht von der Stadt Darmstadt. Weiteres ist die finanzielle Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung. Diese bietet BürgerInnen einen attraktiven Anreiz zur aktiven, klimawandelresilienten Umgestaltung ihrer Gebäude und Grundstücke, vorgemacht von der Kommune Frankfurt am Main. Anlagen von begrünten Musterflächen dienen als Good-Practice-Beispiele für BürgerInnen, laden zum Nachahmen ein und liefern Informationen, zum Beispiel durch mögliche Besichtigungen, Schilder oder einer Wetterstation, vorgemacht von der Kommune Andernach. Die Errichtung einer ökologischen Neubausiedlung ist eine weitere praktische Maßnahme. Sie setzt den ökologischen Gedanken des klimaresilienten Bauens direkt in die Praxis um, schafft attraktive Wohnbedingungen, gute Anbindung, weniger Hitze, grüne Nachbarschaft und schafft positive Effekte gegen die Auswirkungen des Klimawandels, vorgemacht von der Gemeinde Alfhausen. Nun darf ich übergeben an zwei Kommunen, die selbst über ihre Maßnahmen sprechen wollen. Ich darf gleich an Herrn van der Poel von der Gemeinde Stockelsdorf übergeben, die mit ihrem Projekt nominiert sind für den diesjährigen Bundespreis Blauer Kompass. Die Preisverleihung findet übrigens am Nachmittag vom 16. September im Rahmen der Woche der Klimaanpassung im BMUV statt, die eben schon mal genannt wurde, und kann über einen Livestream des BMUVs mitverfolgt werden. Hier werden dann die Gewinner bekannt gegeben und alle 20 interessanten nominierten Projekte zur Klimaanpassung vorgestellt, unter anderem auch 5 kommunale Projekte. Eine neue Runde des Wettbewerbs startet im Winter 2023/24, weil sich jetzt einige Kommunen oder Akteure inspiriert fühlen und noch das eine oder andere Projekt umsetzen wollen. Und Herr van der Poel, ich bitte Sie nun zu Beginn. Nach Ihrem Vortrag können Sie gerne direkt an Frau Martin Stadler von der Kommune Eichach-Friedberg übergeben. Vielen Dank nochmal, dass Sie beide heute hier dabei sind und beispielhaft zeigen, wie klimaresilientes Sanieren in der Praxis funktioniert. Vielen Dank. Das Wort gehört Ihnen, Herr van der Poel. Ja, vielen Dank, Frau Gettel, für das Wort. Und jetzt sollten Sie meinen Bildschirm sehen. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass ich hier die Gelegenheit habe, das Projekt vorzustellen. Vielleicht kurz vorweg, die Bewerbung beim Blauen Kompass war auch gar nicht so schwierig, wenn man das Projekt selber gemacht hat. Wir haben Musterflächen in Stockelsdorf angelegt für die klimaangepasste Grundstücksgestaltung. Vielleicht einmal kurz vorweg zu meiner Person. Ich bin Klimaschutzmanager seit 2017 hier in der Gemeinde. Auf dem Foto sehen Sie mich mit Schülern bei der Anlage der Musterflächen. Ich habe mir also auch die Finger mal schmutzig gemacht. Ich habe das Projekt hauptverantwortlich entwickelt und auch umgesetzt. Und eine der großen Herausforderungen, die ich insbesondere hier in Stockelsdorf habe, ist einmal diese grundsätzliche Abgrenzung überhaupt zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung herzustellen, weil das einfach noch nicht überall mitgedacht wird und verstanden wird. Das ist das Problem daran. Und der zweite Punkt ist, häufig passiert es so, dass wir Klimaschutz oder Klimaanpassung machen als eigenständiges Projekt, weil das ein typisch, eine Verwaltung setzt ein Projekt um,
Und eine Politik beauftragt das, aber es ist noch so ein bisschen das Problem, dass wir nicht alles mitmachen bei Projekten, die wir sowieso machen. Genau. Kurz, damit Sie wissen, wo Stockelsdorf ist, wir befinden uns in Schleswig-Holstein, küstennahe Lübecker Bucht. Ich sage mal, wir sind Piratendorf vor Lübeck. Als Lübeck mal europäische Hauptstadt war zur Hansezeit, waren wir dänisches Gebiet und so eine Art Freihandelszone. Deswegen Piratendorf. Hier war es alles ein bisschen anders. Wir haben 18.000 Einwohner, sind amtsfrei, also eigene Verwaltung der Gemeinde. Wir haben einen Kernort, der so eine Art Stadtteil von Lübeck ist, also urbane Herausforderungen hat, wo ungefähr 3/4 der Bevölkerung leben. Und dazu haben wir 10 Dörfer mit entsprechend ländlichen Herausforderungen. Wir haben keine bzw. nur ganz kleine Flüsse, wir haben kaum Höhenunterschiede. Wir sind weit genug weg vom Strand, immer aus Klimaanpassungssicht gedacht und mit 18 Meter über dem Meeresspiegel auch noch relativ sicher. Deswegen sind die Hauptherausforderungen im Bereich der Klimaanpassung für uns Starkregenereignisse und Hitze. Und im Projekt selber haben wir zusätzlich noch das Thema Insektensterben als ja eigentlich indirekte Folge adressiert. Das Ganze ist auch ein Förderprojekt. Es gibt EU-Fördermittel. Da können Sie auch draufklicken, wenn Sie die Präsentation bekommen. Dann kommen Sie auf die eine Seite, wo dann alle weiteren Informationen zu den Fördermittelgebern sind. Nennen möchte ich noch, dass die Gemeinde, die Kirchengemeinde uns Flächen mit zur Verfügung gestellt hat. Das finde ich immer sehr schön. Und wir haben eine Konzeptanpassung machen müssen und da haben unsere eigenen Gemeindewerke, das ist sowas wie Stadtwerke Neuklein, dann entsprechend die Mehrkosten getragen, unbürokratisch. Wir haben von Anfang an versucht, sehr viel zu beteiligen, Menschen an der Projektentwicklung und Ziel war auch an der Umsetzung, also von den internen im Bauamt, Hochbau und Bauhofleitung waren beteiligt. Extern hatten wir Vereine, Verbände, interessierte Bürger und Schulen, eine relativ lange Liste und eine örtliche Goldschmiedin, die uns ein Maskottchen gemacht hat. Die heißen Stobi und Stobinchen, sehen Sie hier rechts. Und der Gag dahinter ist, wir wollten so ein bisschen die lokale Verbundenheit der Menschen fördern, weil Stockelsdorf wird immer als Stodo abgekürzt und deswegen passt dann Stobi und Stobinchen ganz gut von der Namensgebung her. Genau, wir mussten dann bei der Projektumsetzung Anpassungen vornehmen, weil wir einfach Corona uns komplett dazwischen gegangen ist und wir dann entsprechend die Umsetzung mit sehr wenig Öffentlichkeitsbeteiligung gemacht haben. Der Grundansatz war, und das ist ja jetzt auch schon in mehreren Vorträgen rausgekommen, dass wir das Wissen für den Klimawandel, die Folgen, die auf uns zukommen, schon haben. Wir haben auch auf der Sachebene auch die Informationen, die zur Verfügung stehen. Aber wie bekommen wir die Menschen dazu, selber etwas zu tun? Da haben wir gesagt, wir wollen nur eine positive Kommunikation machen. Also mein Lieblingsbeispiel ist, also wenn es so Vorträge zum Klimawandel gibt, die immer mit so Horrorszenarien, Horrorbildern anfangen oder den total erhobenen Zeigefinger von oben herab redend auf die Menschen, das vermeiden wir alles. Das wollen wir nicht. Wir wollen positiv kommunizieren. Wir wollen eine emotionale Ansprache, weil wir einfach sagen, okay, die Menschen sind inzwischen ja gewohnt, nicht mehr so viel Sachinformationen auf einen Haufen aufzunehmen, sondern sie möchten es emotional und auch für sich betroffen haben. Und entsprechend haben wir versucht, das zu machen. Ich habe hier jetzt auch beim Vortrag immer nur den Fokus auf, wie haben wir es umgesetzt, Bilder und keine Erklärung. Ich versuche darauf zu verzichten. Genau, schauen Sie jetzt noch einmal vielleicht auf das Bild, was ich hier rechts abgebildet habe. Das ist ein Blick auf unsere Homepage, so wie wir sie für Erwachsene präsentieren. Na, denken Sie einmal, was ist Ihr erster Eindruck? Ich versuche auf der nächsten Folie mal zu erklären, was wir uns dabei gedacht haben. Wir haben als erstes das Ganze cross-medial gestaltet. Das heißt, wir haben eine Postlossendung zum Projektstart gemacht, wo wir 70% aller Haushalte erreicht haben. Wir haben dann eine aufwendige Homepage gemacht. Wir haben aber auch Flyer, Schilder, also eine ganz klassische Kommunikation auch gehabt. Wir haben aber alles aufeinander abgestimmt, farblich, Design, alles über QR-Codes entsprechend miteinander verknüpft. Das Hauptelement ist die Homepage, Klammer auf, geworden durch Corona. Vorher sollte es mehr über Veranstaltungen gehen.
Wir haben immer darauf geachtet, dass wir eine Bildsprache haben. Sie haben es eben gesehen, auf der Homepage sind sofort Bilder drauf. Ja, da war auch ein Kind drauf abgebildet. Sie kennen das Thema Kindchenschema bei Werbung, vielleicht mal so als Schlagwort. Wir haben versucht, die Texte in lockerem Stil zu gestalten. Ja, also wir haben eine direkte Ansprache gewählt. Ja, wir sprechen unsere Bürger als Sie an, beziehungsweise als Du, wenn wir Kinder ansprechen. Sie sehen jetzt im nächsten Punkt Homepage, unsere Gestaltung aktuell. Wir haben direkte Auswahl, sehen Sie rechts, wenn Sie die Homepage öffnen. Sind Sie erwachsen oder sind Sie Kind, dann werden Sie eine eigene Homepage bekommen, ein eigenes Design. Wir haben beim Aufbau der Homepage auch darauf geachtet, dass wir eine Kolumne haben, beziehungsweise Kolumne für Erwachsene. Da gebe ich Einblick in meine persönlichen Einschätzungen, in mein persönliches Leben. Das kommt auch sehr gut an. Und bei den Kindern haben wir das umgemünzt in ein Gespräch zwischen Stobi und Stobinchen. Genau, den Themenpunkt einfache Sprache ziehen wir gerade noch nach. Das ist aber schwieriger, als man denkt, komplexe Inhalte in einfacher Sprache wiederzugeben. Da kommt man nochmal wirklich dahin, ob auch wirklich das, was man schreibt, wirklich richtig ist. Spannend. So sieht jetzt die Kinder-Homepage aus. Sie sehen eine ganz andere Sprachgestaltung. Wir haben auch, das kann ich vielleicht einmal zeigen, hier nochmal die eigentlich interaktiv unsere Maskottchen, die so ein bisschen durch den Bildschirm fliegen, ein bisschen bunter, ein bisschen andere Sprache auch nochmal. Genau, kurz einmal den Standort unserer Musterflächen. Sie sehen hier jetzt einmal Lübeck und dann fährt man raus. Sie sehen, die Grenze hier ist mehr oder weniger fließend, der Übergang, und direkt am Anfang steht unser Rathaus, wo unsere Musterflächen sind. Hier sehen Sie die Straße und dann kommen hier die grün markiert, das sind unsere Musterflächen, Dachbegrünung und dann mehrere Flächen auf dem Boden, ebenerdig. Direkt auch an der Kirche, hier ist noch ein Park, hier ist der Ortsmittelpunkt, den wir hier haben. Schauen wir einmal auf die Details. Wir haben also einmal eine Dachbegrünung, wir haben eine Staudenfläche. Die Staudenfläche umfasst eine Sandfläche mit Totholz, das ist also Thema Insektenschutz. Wir haben zwei Obstbäume, wir haben ein Hochbeet und wir haben Wildblumenflächen, die wir da geschaffen haben. Und immer mit dem Ziel, die Einwohner von Stockelsdorf zu motivieren, ihre eigenen Flächen, die nicht in Konkurrenz zu Wohnraum stehen, mit insektenfreundlichen und klimaangepassten Flächen zu verwandeln. Wir haben einmal jetzt die Bilder im Durchgang, die Dachbegrünung hier mal aus der Luft aufgenommen, kurz nach der Anlage. Interessant dabei ist, wir können die Dachbegrünung sehen bei uns aus dem Rathaus. Aus dem ersten Stock haben Sie den Blick, den wir Sie links sehen, dass man also aus dem Fenster schauen kann. Auf die Fläche im zweiten Stock können Sie, dann haben Sie nochmal ein bisschen besseren Überblick. Wir haben es direkt an der Stelle im Gebäude auch beschildert, damit die Menschen dann auch entsprechend hingewiesen werden, wo sind die anderen Flächen. Das typische Problem bei Dachflächen, man sieht sie immer nur von unten, das haben wir gelöst an der Stelle und es ist natürlich auch barrierefrei zu den Rathausöffnungszeiten zugänglich. Alle anderen Flächen sind draußen und tagtäglich zugänglich. Sie sehen hier jetzt einmal eine Wildblumenfläche, da haben wir auch das gleiche Saatgut, was wir verschickt haben, haben wir eingesät und siehe da, nach, das ist jetzt nicht ganz so alt, das Bild, einem Jahr haben wir doch das Problem, dass es nicht so anwächst, wie wir es uns gewünscht hätten. Wir wissen natürlich alle, so echte Wildblumen, die original aus Schleswig-Holstein kommen, auch in Schleswig-Holstein vermehrt worden sind, brauchen um und bei 3 Jahre. Auf der anderen Seite haben wir aber alle Ungeduld und wollen eigentlich nach einem Jahr, dass es hübsch aussieht. Wir versuchen das hier auszuhalten und hoffen, dass es dann besser wird, wobei die Fläche vermutlich magerer ist, als wir sie ursprünglich angenommen haben. Wir entwickeln das Ganze jetzt weiter. Die Nachfragen sind immer, wo bekomme ich denn nun das Saatgut her? Deswegen werden wir einen Saatgutautomaten aufstellen. Wir nutzen das Ganze auch gleich zur Verknüpfung von anderen Themen. Also hier werden wir einen alten Kaugummi-Automaten aufstellen, der mit nachfüllbaren Mehrwegkapseln dann Saatgut entsprechend entnehmbar hat. Und das verknüpfen wir entsprechend das Thema Upcycling, also Klimaschutz, nachhaltiger Konsum, mit diesem Thema Klimaanpassung und Umweltschutz. Genau, einmal der Blick, so sah unsere Staudenfläche jetzt Anfang der Woche aus.
wunderhübsch doch mal ein anderer Anblick als ein graues Rathaus sonst vielleicht bietet. Wir haben noch ein Tast- und Duftbeet, das ist eher so ein bisschen zum Anfassen. Das ist ja jetzt nicht zwangsweise eine Klimaanpassungsmaßnahme, aber einfach um das Fühlen und Schmecken und Riechen auch einfach mit aufzunehmen. Und als Hochbeet, damit es auch entsprechend barrierefrei ist. Wir haben zwei Obstbäume noch zusätzlich gepflanzt, weil ja Bäume nun mal auch mit dazu gehören bei der Grundstücksgestaltung. Das haben wir selber mit dem Bauhof gemacht. Und inzwischen haben wir angefangen, jetzt Veranstaltungen zu machen, also auch eher so im kleinen Format, relativ wenig Berührungsängste wollen wir aufbauen, keine Vorträge oder so. Wir haben einen Infostand mit dem Imkerverein gemacht, eine Bastelaktion mit Kindern, Samenbomben, Blütenlesenzeichen gebastelt, kam gut an. Jetzt im Oktober machen wir einen Klima-Mitmachtag zum Thema Streuobst, wieder mit Bastelaktionen, mit Schulklassen, Infostand, mit Verkostung rund um den Apfel und dann natürlich auch die ganzen Klima-Informationen mit dabei. Kurzes Fazit, wir haben es geschafft, das Wort Klimaanpassung in die Lokalpresse zu bringen, bevor hier das erste Starkregenereignis aufgetreten ist. Wir haben auch das Thema Klimaanpassung und Klimaanpassungsmaßnahmen in das Verwaltungsdenken gesät. Wir reden da jetzt drüber, zumindest schon mal der erste Schritt. Wir haben gute Zugriffsraten auf unserer Homepage, also mehr als 2% der Einwohner bisher erreicht. Wir haben hier, der Norddeutsche Rundfunk ist auf uns aufmerksam geworden. Da gibt es auch hier den Link zu dem Interview, das dann auf der Dachbegrünung geführt worden ist. Und das Wichtigste aus meiner Sicht, die Anlieger, also die Kollegen, die ihre Büros zur Dachfläche haben, haben sich über das wesentlich bessere Mikroklima und die schöne Luft, die reinkommt, wenn man die Fenster aufmacht, gefreut. Wir haben insgesamt bei dem Projekt festgestellt, jeder kann in seinem eigenen Umfeld etwas tun. Die Verwaltung geht jetzt mit gutem Beispiel voran und niemand ist dem Klimawandel ausgeliefert. Ich habe noch ein Video, was ich gerne gezeigt hätte. Das ist hier verlinkt, wie die Dachbegrünung entstanden ist. Ansonsten finden Sie hier meine Kontaktdaten und den Link zu unserer Homepage. Und ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und freue mich nun, das Wort zu übergeben an Frau Martin Stadler. Wir hören Sie leider noch nicht. Frau Stadler noch nicht hören. Ah, Entschuldigung. Wunderbar. Technischer Fehler. So, dann gehen wir auch gleich schnell mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit in Ihren Beitrag rein. Bitte. Ganz genau, da würde ich sofort starten. Und zwar ganz herzlichen Dank für das Nutzen, dass ich Ihnen einfach mal zeigen kann, was wir aus dem Thema Klimaanpassung und Klimaschutz an sich gemacht haben. Und zwar, ich darf heute meine Kollegin, die Frau Miesel, vertreten. Unser Projekt stammt aus der Zeit von schon vor 2018 zum Thema klimafreundliche Dächer im Wittelsbacher Land. Es geht eigentlich darum, wir sitzen in der Klimafachstelle, sind drei Damen, oder die das Thema betreuen bei uns und haben die Aufgabe hier für den Landkreis, das sind insgesamt 24 kleinere Kommunen, den Bereich Klimaschutz zu organisieren und zu betreuen. Also Schwerpunktthema Sensibilisierung, Energieberatung, wurde ja vorhin schon angesprochen, ein ganz wichtiges Thema. Und dazu nutzen wir auch immer wieder das Thema LEADER-Förderung, also die Entwicklung unseres Landkreises, um Projekte umzusetzen. Eines dieser Projekte darf ich Ihnen heute vorstellen, das ist das Thema klimafreundliche Dächer. Was bedeutet es? Es heißt zum einen, dass wir das Thema Solarenergie mitnehmen. Die Dächer sind geeignet für Solarthermie oder per PV. Und gleichzeitig auch das Thema Klimaanpassung, indem wir das Thema Dachbegrünung mitgenommen. Über die positiven Effekte der Dachbegrünung haben, glaube ich, schon genug geredet. Vor allem aber diese Kombination, was da viele sagen, wenn ich mein Dach, kann ich nur für eins nutzen. Nein, so ist natürlich nicht. Und genau dieses Thema wollten wir, daher haben wir das Thema Dachbegrünung mitgenommen. Auch natürlich daher, wir haben vorhin gehört, es haben schon viele Kommunen auch Dachkataster, daneben das Wort Dachbegrünung im Bereich der Städteplanung sehr entscheidend. Wir sind ein ländlicher Landkreis mit sehr viel Fläche, aber auch bei uns ist das Thema Starkregen und Sorge der Kanalisation der kleinen Kommunen ein ganz wichtiges Anliegen, wodurch auch einige Kommunen bereits hier jetzt in der Bereich der, des Abwassergebühren praktisch hier schon Anreize versuchen zu schaffen, dass der Bürger einfach dafür sorgt, dass nicht so viel Regenwasser bei Sturzregen auf die Kanalisation zukommt. Wie gesagt, es ist ein LEADER-gefördertes Projekt zu 50%. Welche eigenen
Teile hat es. Das Hauptteil, sagen wir mal so, haben wir vorhin auch gehört, ist das Potenzialkataster, in dem wir zu einem das Thema Solarthermie betreuen, zum anderen aber auch das Thema Gründachpotenzial. Was vielleicht ganz wichtig ist, hinter so einem Potenzialkataster liegen nicht nur die Informationen, was wir vorhin auch gesehen haben, aber zum Beispiel beim Solarkataster auch ein Tool, das einfach auch berechnet, wenn wir halt zusätzlich Batterien oder zusätzlich Autos laden, welche Möglichkeiten dann das eigene Dach hergibt und natürlich auch im Bereich Gründach, wie viel wir sparen können, wie viel Regenwasser wir zurückhalten können, aber auch was für verschiedene Möglichkeiten es gibt. Ich habe Ihnen jeweils die Links dazugehängt, falls Sie sich einfach das mal anschauen wollen, wie das bei uns gestartet ist. Was haben wir dazu gemacht? Wir haben also praktisch als Basis dieses Potenzialkataster genutzt. Um Weiteres gibt es natürlich, haben wir versucht, das zu begleiten. Also wir hatten nicht so eine tolle Öffentlichkeitsarbeit oder so sensibles Aufnehmen. Also Gratulation an den Kollegen vom letzten Vortrag. Also es wirklich zum Mitnehmen. Ich denke, da werden wir auch uns ein paar Scheiben abschneiden können und für die Zukunft nutzen. Dass man einfach sagt, wir haben halt Infoblätter gestartet. Was wir versucht haben, wir haben einen Praxisbericht bekommen. Es geht ja darum, wir wollen das Thema in die Öffentlichkeit bringen, aber wir wollen vor allem umsetzen. Wir wollen, dass der Bürger selbst was tun kann. Dafür ist das Solardachkataster gedacht, soll Anreize schaffen. Und wir haben zum Beispiel dann das dahingehend genutzt, dass wir einfach mal einen Bürger, der unsere Solardachkataster genutzt hat, im Interview befragt haben, der einfach mal gezeigt hat, so ist es bei mir gelaufen. So kann es sein, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähnlich wie praktisch dass man hier den Bürger selbst zu Wort kommen lässt und auch mit seinen eigenen Beispielen. Was wir auch dazu im Projekt, das ist ein Format, das wir haben, ist eine Wanderausstellung, die wir erstellt haben, die praktisch in die Rathäuser oder auch hier im Landratsamt ist, in dem die einzelnen Themen Solarthermie, Solar, aber auch das Thema, wie gesagt, PV-Balkonkraftwerke kam dazu. Aber auch, wie gesagt, das Thema Gründach, mit dem Gründach-Exemplar, wie sieht sowas auf, wie kann sowas ausgearbeitet werden. Das waren die Schwerpunkte. Um die Wanderausstellung, wie gesagt, ist frei ausleihbar bei uns. Was jetzt zum weiteren Format der Öffentlichkeitsarbeit gehört, haben wir das Thema so gestaltet, dass wir sogenannte Solarabende veranstaltet haben. Jetzt nicht als Vortragsabend, sondern eher als Stammtisch oder Austausch. Das heißt, dass wir einen Experten haben, der hier konkret mit den Bürgern auf ihre Anlage eingeht, aber vor allem allgemeine Fragen beantwortet und wir dadurch das Thema überall hin mitnehmen können. Gleichzeitig haben wir aber auch das Thema Dachbegrünung mitgenommen, hier unabhängig davon mit einem Vortragenden, der an den Abenden praktisch dann den Bürgern die ganzen Probleme oder die Möglichkeiten, die sie haben, aufzeigt. Das ist also ganz interessante Sachen. Ja gut, Corona hat uns auch gebeutelt. Vielleicht auch ein gewisser Vorteil in einem ländlich geprägten Landkreis, weil wir die Veranstaltungen in den digitalen Raum ziehen konnten und einfach entdeckt haben, dass gerade bei dem Thema Dachbegrünung zum Beispiel das Interesse landkreisweit ist. Wir normalerweise in 12 Kommunen, also der Hälfte unserer Kommunen eigentlich vor Ort, diese Veranstaltung durchgeführt haben. Aber durch die Möglichkeit, dass man sagt, man macht es online, hat halt jeder Bürger die gleiche Chance, klimaneutral teilzunehmen. Das bedeutet auch, dass dann, wenn der Bürger abgeholt werden will, wenn er jetzt das Interesse hat, sich, wenn er jetzt gerade umbaut, neu baut, überbaut, dass er hier in dem Moment dann einfach sagt, ah, ich habe da was gehört, ich könnte da mal reinschauen und sehr unproblematisch teilnehmen wird. Es ist so, das Ganze ist ja auch in diesem LEADER-Projekt gebündelt, dass wir diese Vorträge auch mitfinanziert bekommen. Wir werden jetzt, das LEADER-Projekt ist jetzt am Auflaufen. Wir werden aber diese Formate weiter nutzen, weil der Zuspruch sehr, sehr groß war. Die Resonanz war sehr, sehr groß und wir konnten viele Bürger mitnehmen. Gleichzeitig ein Format, das wir zusätzlich angeboten haben, ist ein VHS-Kurs. Das heißt also, dass wir gemeinsam mit der VHS dieses Potenzialkataster erstmal vorstellen, was man denn überhaupt machen kann. Wie es funktioniert, auch im digitalen Raum, auch im virtuellen Raum funktioniert sehr gut, werden wir weitermachen, denn wir merken einfach, dass die Zugriffe auf unsere Potaster, ob es jetzt Gründach oder Solar ist, relativ groß ist, das Interesse da ist, es werden immer mehr. Also wir freuen uns da, dass das Projekt so gut angenommen wird und darf mich eigentlich bedanken, weil wie gesagt, sollte die Zeit ja kurz halten. Und darf nur noch sagen, dass es natürlich auch so ist, dass wir als Landratsamt selber ein Gründach besitzen, dass wir seit 2015 bei der Dachsanierung, das ist immer genau der Anlass, wann greife ich ein, wann kann ich einen Bürger abholen, dass er was tut, war in dem Fall dann unsere eigene Dachsanierung, dass einfach damals vorausschauend schon dann diese Dachgrünflächen mit der alten PV-Anlage, die rauf und runter gesetzt wurde, einfach wieder instand gesetzt wurde.
Dann sage ich Dankeschön. Ja, Frau Kettel, Herr van der Poel, ich bedanke mich bei Ihnen natürlich auch nochmal ganz herzlich und natürlich auch bei Frau Martin-Stadler für diese vielen spannenden Ideen, die, glaube ich, aufgezeigt haben, was alles möglich ist zum Thema Klimafolgenanpassung. Wir sind am Ende unserer Sendezeit, deswegen haben wir auch gar nicht so viele Möglichkeiten, noch Fragen zu beantworten. Ich möchte an der Stelle noch einen Dank sagen, auch an die vielen Gäste, die uns hier mit Fragen und mit Kommentaren und Diskussionen im Hintergrund ja auch gezeigt haben, wie spannend dieses Thema ist und wie gut das bei Ihnen ankam. Ja, an der Stelle, wie gesagt, nochmal an alle ganz herzlichen Dank für Ihre Vorträge und ich möchte die Sendung schließen und das wieder nicht